herzlich willkommen zum digitalen Tag der offenen Tür der USK. Mein Name ist Elisabeth Zecker und ich bin die Geschäftsführerin der USK und ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Auch in diesem Jahr findet die Gamescom rein digital statt, deswegen haben wir uns überlegt, euch einfach mal in unseren Alltag mitzunehmen und euch zu zeigen, wie die Räume hier bei der USK aussehen und wie wir eigentlich arbeiten. Bevor wir jetzt mit unserer kleinen Roomtour starten und auch mit dem Programm loslegen, habe ich euch noch 10 Facts zur USK mitgebracht. Erster Fact: Die USK ist keine Behörde, sondern eine Selbstkontrolle der Gamesbranche und wir kümmern uns um den Jugendschutz bei digitalen Spielen. Zweiter Fact: Die USK verbietet keine Spiele, sondern es geht darum, eine sichere Teilhabe am Medium Games zu ermöglichen. Dritter Fact: Die USK ist auch nach den sehr strengen deutschen gesetzlichen Regelungen gesetzlich anerkannt und in Deutschland hat der Jugendschutz sogar Verfassungsrang. Vierter Fakt: Die USK gibt es jetzt mittlerweile schon seit 27 Jahren und in dieser Zeit haben wir es geschafft, über 50.000 Spielprüfungen in der USK durchzuführen. Fünfter Fakt: Nicht die USK-MitarbeiterInnen oder die SichterInnen entscheiden über die Altersfreigabe, sondern die Entscheidung über die Altersfreigabe erfolgt durch unabhängige Gremien, also unabhängige Jugendschutzexperten und ExpertInnen aus ganz Deutschland, zusammen mit einem staatlichen Vertreter. Sechster Fakt: Die USK-Kennzeichen findet ihr nicht nur auf den Spieleverpackungen, sondern auch auf ganz vielen Online-Plattformen. Guckt einfach mal nach und schaut drauf. Siebter Fakt: Die USK vergibt nicht nur Alterskennzeichen, sondern uns ist auch wichtig, Zusatzinformationen zu wichtigen Themen wie In-App-Käufen, Chats und Co. zu geben. Diese Zusatzinformationen findet ihr mit dem neuen Jugendschutzgesetz auch bald bei den klassischen USK-Kennzeichen. Achter Fakt: Die USK ist außerdem Ratgeberin für Familien und gibt Tipps rund um das Thema Apps und Online-Spiele. Neunter Fakt: Die USK unterstützt Unternehmen dabei, ihre Verantwortung im Jugendschutz wahrzunehmen und das ist auch ganz wichtig. Mittlerweile haben sich schon 45 Mitgliedsunternehmen der USK angeschlossen. Und last but not least, 10. Fakt: In der USK wird gespielt, da nehmen wir euch heute mal mit und ich freue mich, euch heute da gemeinsam mit dem Team durchzuführen. Und jetzt geht es auch schon los mit der Programmankündigung. Unser Testbereichsleiter Marek Brunner, den ihr auch alle schon aus dem letzten Jahr kennt, führt euch heute durch die USK und zeigt euch, wie der Testbereich aussieht und führt danach einen kleinen Talk mit unseren Sichterinnen und dem ständigen Vertreter der USK durch. Und am Ende gibt es noch ein Game Battle zwischen unseren Sichterinnen. Ihr könnt euch beteiligen, eure Fragen stellen, was ihr auch immer schon zur USK wissen wolltet. Heute ist der Zeitpunkt, uns die Fragen zu stellen. Ich freue mich drauf, wünsche euch viel Spaß und herzlich willkommen bei uns. Marek, da bist du. Hi. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Fantastisch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, zu den Zuschauerinnen vom letzten Jahr haben wir noch viele neue hinzugewonnen. Das muss auch das Ziel sein, weil wir haben extrem viel Merchandise, Leute. Es gibt USK-Shirts, es gibt USK-Schlüsselbänder, es gibt USK-Beutel und alles, was dazu gehört. All das könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns Fragen stellt. Das könnt ihr per Twitter machen. Ihr könnt uns auch noch gerne eine Mail schicken oder einen Brief. Das ist uns eigentlich völlig egal. Es wird alles ankommen und wir nehmen uns die besten Fragen vor. Ihr kommt in einen Pool rein und von dort aus werdet ihr dann eventuell gezogen. Entweder könnt ihr ein T-Shirt gewinnen oder das super Mega-Paket, was alles enthält. Und damit können wir unsere Reise schon anfangen. Wir bewegen uns durch die Räume der USK und ich zeige euch ein bisschen, was man hier findet. Unsere erste Station ist der Testbereich der USK, sozusagen das Herz. Auf dem Weg dahin laufen wir aber schon an den ständigen Vertretern vorbei, die wir nachher noch sehen werden und werden natürlich auch nachher noch einen Blick ins fantastische Videospielearchiv der USK werfen, wo viele, viele zigtausende Spiele darauf warten, gespielt zu werden. Ich bin Marek Brunner, ich bin seit Anfang an hier, also zu den 27 Jahren, die Elisabeth gerade erwähnt, da bin genau ich mit gemeint. Über 10.000 Spiele habe ich seitdem für die USK gespielt und ja, wir wenden uns dem Testbereich zu, da wo die ganze Magie passiert und wo die Sichter und Sichterinnen den ganzen Tag unterwegs sind und die Spiele spielen.
Und da finden wir schon jemanden. Was für ein Zufall. Paul ist schon da. Paul ist einer der USK-Sichter, der sich gerade auf den nächsten Titel vorbereitet. Die Firma Micror hat es uns ermöglicht, dass wir uns Asterix und Obelix schon mal angucken können. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Und Paul, erzähl uns, was gerade jetzt dein Job ist und worauf du dich vorbereitest. Also mein Job besteht momentan darin, einerseits dieses Spiel Asterix und Obelix durchzuspielen und dann natürlich aus diesem Spiel die Essenz zusammenzusammeln, was genau sind da die wichtigen Jugendschutzaspekte, die dann fürs Gremium entscheidend sind. Klasse, großartig. Und das heißt, du bereitest dich auf alle Aspekte rund um Jugendschutz vor. Spielt Spaß auch noch eine Rolle oder ist es nur der knallharte Blick? Nein, also ohne Spaß, glaube ich, würde das Ganze nicht so gut funktionieren. Und es gibt wahrscheinlich einfach viel zu viele Jugendschutzaspekte, als dass ich explizit alle genau betrachten könnte, ist es natürlich, es gibt gewisse Foki, also jetzt zum Beispiel Asterix und Obelix, wissen wir, legen sich gerne mit Römern an. Dementsprechend kann ich schon mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine gewisse Art von Comicgewalt eine große Rolle spielen wird. Großartig. Paul, wie bist du zur USK gekommen? Vor etwa 4 Jahren gab es eine Ausschreibung bei der USK oder von der USK, genauer gesagt. Und daraufhin habe ich mich beworben, geschrieben, wer ich bin und hatte dann ein Bewerbungsgespräch mit einem netten Kollegen, mit dem Herrn Brunner. Und so kam ich her. Sehr schön. Viel Spaß noch beim Zocken. In wenigen Wochen wird das Rating dazu dann online gehen. Dieser Titel ist also wirklich gerade live in der USK-Prüfung. Und nochmal großen Dank an Micror, dass wir Ihr Spiel hier kurz dazu benutzen konnten. Die Sichter und Sichterinnen, die wir liebevoll Sichtis nennen, es sei denn, Sie mögen es nicht, dann müssen Sie es mir nochmal sagen. Die Sichter und Sichterinnen haben Lieblingstitel, die Sie natürlich immer an die Wand schreiben können. Denn Ihre Aufgabe ist es ja, alle Spiele von Anfang bis Ende durchzuspielen. Das passiert in den Räumen der USK ungefähr 600 Mal pro Jahr, muss also ein Spiel von Anfang bis Ende komplett durchgespielt werden. Unsere Sichtis sind nicht nur natürlich mit Spielen betraut, die sie gerne haben. Umso wichtiger ist es für sie natürlich, dass sie auch die schönsten Spiele dazu bekommen können. Nomiko wartet also auf Persona 6. Paul freut sich auf alles, was Metroidvania angeht. Das kann ich total bestätigen. Da grinse ich mit. Oscar wartet immer noch auf Star Citizen. Mal sehen, wie lange das noch dauern wird. Julia haben wir noch dabei. Leider verpassen wir sie heute mit Overcooked und einer weiteren ganzen Liste. Und Maurice werden wir noch kennenlernen. Anja haben wir noch mit im Boot. Björn in der Regie, allerbeste Grüße, steht immer noch auf dieser Wand seit, weiß ich nicht wann, seit Half-Life 2 rauskam, glaube ich, und freut sich auf Half-Life 3. Und Fritz ist in Richtung Elden Ring unterwegs. Wir wissen alle, was Fritz für ein Typ ist. Ihr braucht nur dieses eine Wort und ihr wisst, wer es ist. Jenny hat sich hier mit fantastischen Bildern und Artworks verewigt, um zu zeigen, auf welche Spiele sie am meisten wartet. Die Aufgabe der Sichter und Sichterin ist extrem verantwortungsvoll. Sie sind diejenigen, die die Spiele von Anfang bis Ende komplett durchspielen müssen. Das passiert meist in den Räumen der USK. Das passiert als Ehrenamt. Die Sichter und Sichterinnen bekommen 100 Euro pro Titel für ihre Spielpräsentation. Und die Sichtis bleiben ungefähr uns 4-5 Jahre erhalten. Teilweise für die Zeit ihres Grundstudiums, teilweise darüber hinaus, parallel zum Beruf. All das ist hier möglich. Und auch aktuell suchen wir gerade wieder eine neue Generation von Sichter und Sichterinnen. Die Ausschreibung dazu findet ihr über einen fantastischen Bot-Link, der euch gleich bei Twitch eingeblendet werden sollte. Oder direkt klassisch auf unserer Website. Könnt ihr euch gerne noch bewerben. Wir sind sehr daran interessiert, was euer Werdegang ist und natürlich, was eure Top-10-Liste ist. Denn so eine Top-10-Liste kann ziemlich viel über Menschen verraten. Also macht euch gute Gedanken darüber. Die Sichtis spielen also alle Spiele von Anfang bis Ende durch. Dazu kriegen wir zusätzliches Material von den Anbietern. Manchmal ist es Footage, manchmal sind es Entwicklerkonsolen, mit denen wir arbeiten können oder Builds, bei denen bestimmte Wege freigeschaltet sind. Aber nichts verhindert, dass wir uns von A bis Z durcharbeiten müssen. Gerade Footage und Zusatzmaterial sorgen allerdings dafür, dass wir nicht jede Abzweigung nehmen müssen. Wenn man sich Beyond anguckt oder Detroit mit multiplen Enden, ist es natürlich für die Sichter und Sichterinnen sehr viel einfacher, sich dort auf das Videomaterial zu verlassen. Zum Testbereich könnt ihr uns gerne alles fragen. Fragt uns per Twitter, fragt uns per Mail. Alles funktioniert. Wir versuchen das dann reinzubringen. Und Irina wird mir dann die Fragen aus dem Off zuschmeißen. Sind vielleicht sogar schon Fragen da? Oh ja, ich habe schon ganz viele Fragen. Ich starte mal mit der ersten. Die haben wir schon vor Tagen reinbekommen. Okay. Und zwar, da fragt jemand, welchen Beruf muss man erlernen, wenn man bei euch arbeiten möchte? Und hätte man als Quereinsteiger bei euch eine Möglichkeit?
Quereinsteiger sind auf jeden Fall gern gesehen. Wir sind in Berlin, praktisch jeder hier ist irgendwie ein Quereinsteiger. Uns ist wirklich nur wichtig, dass man sich einfach mit Spielen sehr gut auskennt, dass man gut reden und schreiben kann und natürlich die Verlässlichkeit ist extrem hoch. Wenn also gesagt wird, Paul soll heute um 11 hier sein, ist es wichtig, dass Paul heute um 11 hier ist. Davon abgesehen ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man verschwiegen ist. Alles, was in der USK passiert, bis auf dieses kleine Segment von Asterix gerade, ist eben geheim. Wir dürfen euch nicht sagen, ob wir schon den nächsten Cyberpunk des Red Dead Redemption 4 oder Half-Life 5 in der Prüfung hatten. All das ist geheim und muss auch geheim bleiben. Die USK ist eine der wenigen Selbstkontrollen weltweit, bei denen die Spiele komplett vor Ort gespielt werden. Das heißt, wir haben auch einfach auch sehr viel höhere Sicherheitsbedenken durch die Anbieter, uns diese Spiele zu übergeben. Abgesehen vielleicht von ein paar Open Betas oder bereits erschienenen Spielen, muss eben alles in der USK geprüft werden. Die Sichter und Sichterinnen haben dazu mehrere Wochen oftmals Zeit. Manchmal sind es aber für kleine Projekte auch nur ein paar Tage. Und der Umfang der Spiele reicht von ein paar Minuten für eine Demo vom nächsten Mario Kart bis zu einigen Dutzend Stunden für japanische Rollenspiele. Diese Zeit muss man sich also eben einplanen. Aufgabe der Sichtis ist dann, ihre gesamte Spielwelterfahrung so zu komprimieren, dass daraus eine astreine Präsentation für die Gremien entsteht. Die Gremien, die sind heute natürlich nicht hier, die gucken wir uns aber natürlich noch mal gerne virtuell an. Die entscheiden dann darüber, was dieses Spiel wirklich für ein Rating bekommt. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den Gutachterinnen der USK und den staatlichen Vertretern. Den einen dieser ständigen Vertreter der obersten Landesjugendbehörden werden wir nachher noch kennenlernen im Interview. Uwe wird uns nachher zur Verfügung stehen. Die Gutachter stammen aus den freien Trägern der Jugendhilfe, sind in der Sozialfürsorge tätig, in den Ordnungsämtern, sind Computerpädagogen. Wichtig ist nur, dass sie etwas mit Games zu tun haben und mit Jugendschutz zu tun haben. Das ist einfach eine sehr gute Eignung für ein Gremium. Eine weitere Frage haben wir noch. Ja, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie gut muss man beim Zocken sein, um ein Sichti zu werden? Fragt Chris Motion auf Twitch. Chris Motion, sehr schöne Frage. Du musst nicht super gut sein. Wir haben immer wieder Bewerbungen von Leuten, die uns sagen, ich habe jeden wachen Tag meines Lebens gezockt oder ich zocke jeden Tag 14 Stunden. Das ist nicht unser Kriterium, sondern man muss natürlich parallel auch noch im Leben stehen, andere Hobbys haben, das Ganze sehr vielfältig und sanft angehen. Wenn du aber irgendworin natürlich ein Profi bist, dann gucken wir uns das natürlich sehr gerne an. Wichtig ist aber bei den Sichterinnen und Sichtern eine breite Streuung über die verschiedenen Genres. Man bekommt eben nicht nur die ganze Zeit Beat'em-ups oder Action-Adventure, sondern muss sich zwischendurch vielleicht auch mal mit einer Panzersimulation auseinandersetzen oder mit einem japanischen Rollenspiel. Wir versuchen die Sichtis also nicht in eine Fachrichtung zu entwickeln, sondern sie müssen über alle Genres hinweg interessiert und offen sein. Und das ist etwas, was bei der USK auch sehr schnell passiert, dass man einfach sehr viele Titel kennenlernt, die man sonst einfach wegdrücken würde. Man lernt es, sich in Spiele zu verlieben, bevor sie angekündigt sind, bevor irgendjemand darüber ein Review schreiben kann und kann damit natürlich auch sehr viel mehr seine eigene Meinung bilden. Das macht den ganzen Job auch sehr spannend. Die Sichterinnen und Sichter werden mit bestimmten Spieleserien verheiratet, wie wir es nennen. Wenn man also einmal hier mit Assassin's Creed angefangen hat, dann gibt es bis ans Lebensende Assassin's Creed. Das hat damit zu tun, dass dort einfach sehr viele Geheimnisse versteckt sind. Insider-Gags, wiederkehrende Charaktere, man kann die Lore kennenlernen, dass wir gerne bestimmte Spielgenre oder bestimmte Serien und IPs an bestimmten Sichterinnen festmachen wollen. Ansonsten kommt eben jede Woche wieder neuer Kram dazu. Jeder Tag ist für uns wie Weihnachten. Wir kriegen weiterhin Pakete, wir kriegen Steam Keys, wir kriegen neue Konsolen und versuchen vor Markteintritt eben aus diesen Spielen alles Jugendschutzrelevante rauszulesen, rauszuholen, um es dann eben durch die Experten diskutieren zu lassen. So viel zum Testbereich der USK. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, die kann ich auch problemlos im nächsten Raum beantworten. Das ist gar kein Problem. Auch wenn ihr mehr über unsere Sichterinnen und Sichter Fragen wissen wollt, könnt ihr sie natürlich nachher in der Fragerunde noch zusätzlich erwischen. Nachher kommen wir zurück in diesen fantastischen Raum. Da wird noch eine Runde gezockt. Aber jetzt begeben wir uns erstmal in Richtung Archiv, machen noch einen kurzen Abstecher im Prüfraum, um noch mal ein paar Kleinigkeiten zu erklären. Und da haben wir doch fast was vergessen, meine Damen und Herren. Das Gewinnspiel, ihr erinnert euch, man kann ja gewinnen, T-Shirts gewinnen oder fantastische Merchandise-Pakete mit unseren Beuteln, Stiften, Kulis, alles was dazugehört. Nächstes Jahr haben wir auch Socken, glaube ich. All das kann man bei uns gewinnen, wenn ihr uns Fragen stellt, kommt ihr in den Pool mit rein. Ein zweiter Weg, wie ihr gewinnen könnt, ist, wenn ihr einen bestimmten Charakter erkennt. Drei Charaktere haben wir in der USK versteckt und der erste Charakter ist das hier. Wer ist das?
Wir machen es einfach. Wir meinen den Typen in der Mitte. Wir meinen den Captain, ja? Nicht die Pigmen. Könnt ihr uns gerne dazu schreiben. Gibt keinen Bonus, aber könnt ihr gerne dazu schreiben. Wer ist das? Das könnt ihr uns auf der Website im Formular hinterlassen. Und dann werdet ihr auch mit in den Pool für weitere T-Shirts und weitere Gewinnpakete gepackt. Es lohnt sich also wirklich, sowohl die Figuren zu erkennen, als auch uns Fragen zu stellen. Ihr merkt schon, wir wollen euch richtig doll ranziehen. Weiter geht's in den nächsten Raum. Das ist jetzt der Prüfbereich der USK, also wir testen hier und geprüft durch die Gremien wird hier. Der Raum ist etwas trocken, deswegen haben wir ihn auch gar nicht ausgeleuchtet, nur ganz kurz. Hier kommen dann die Sichterinnen zusammen, präsentieren ihre Spiele, machen ungefähr eine ein- bis dreistündige Präsentation. Es ist klar zu verstehen, dass wir für Mario Kart nicht so lange brauchen wie für ein GTA oder ein großes Rollenspiel. Die Grundidee ist, die Essenz des Spiels zu erfassen, den Spielauftakt, dem Gremium das gesamte Spiel zu zeigen und natürlich auch immer mitspielen zu lassen. Gerade mit VR oder Motion Controls ist es sehr wichtig, dass Gutachter und Gutachterinnen ein Gefühl für das Spiel bekommen und nicht nur einfach Zuschauer sind. Die Gremien entscheiden dann darüber, welches Rating rauskommt und Teil dieser Gremien sind eben die ständigen Vertreter in Zusammenarbeit mit den Jugendschutzsachverständigen. Wenn das passiert ist, dann kommt der Titel auch irgendwann auf den Markt und dabei müssen wir natürlich sehr stark darauf achten, dass diese Titel richtig gekennzeichnet sind. Sehr schön für die USK ist natürlich, dass wir mit über 400 Anbietern die Vereinbarung haben, dass uns finale Spiele zugeschickt werden müssen, damit wir jederzeit Zugriff darauf haben, was ist wirklich auf den Markt gekommen. Und so war es früher. Große Packung, kleine Sticker, ihr erinnert euch. Und wir gehen einfach mal ins Archiv rein und schauen uns das an. Es ist immer wieder fantastisch. Also hier reinzukommen und die alten Sachen zu sehen, als ich irgendwie 18 war und hier die ersten Spiele mitgespielt habe, war sehr schön. Und inzwischen haben wir Bewerber, die mir immer erzählen, na, das hat mein Papa auch immer gespielt. Das ist sehr schön, wir müssen darüber hinwegsehen. Viele große Klassiker finden sich hier. Ich sehe Day of the Tentacle, ich sehe die Blues Brothers, ich sehe Wolfpack und ich sehe Larry und System Shock darf in keiner Sammlung fehlen, ganz klar. Und diese ganzen Spiele finden sich hier wieder, sodass wir erstens die Möglichkeit haben zu sehen, sind die Sticker wirklich auf den Verpackungen drauf? Zum Beispiel hier bei Gormiti sehen wir einen fantastischen USK-Sticker drauf. Das hat der Anbieter also schon mal fantastisch gemacht. Dieser Sticker muss sich neben der Verpackung natürlich auch noch auf dem Datenträger finden. Das ist bei kleineren Datenträgern manchmal ein bisschen problematischer, aber es gibt halt ein Gesetz und das ist euch auch bekannt, warum diese Sticker eben in diesem Ausmaß sein müssen. Irina hat weitere Fragen für uns. Ja, wir bekommen so viele Fragen. Das ist ganz toll, dass ihr so gut mitmacht. Und zwar, ich fange mal an mit einer Frage zum Prüfraum. Da ja. Ist nämlich tatsächlich hier etwas reingekommen. Das ist ganz spannend. Wie viele Leute sind an einer Spielprüfung beteiligt? Wird ein Spiel von nur einem Sichter gespielt oder sichten das Spiel mehrere Leute? Das fragt Manumo81 auf Twitter. Manumo, vielen Dank für die Frage. Dann fangen wir vorne an. Die Sichter und Sichterinnen arbeiten grundsätzlich eher alleine an ihrem Spiel. Es sei denn, es handelt sich um ein Multiplayer-Spiel oder Koop. Es ist klar, dass wir Spiele wie A Way Out nur gemeinsam spielen können. Und dann sind eben zwei Sichtis dabei. Auch bei Multiplayer-Spielen sorgen wir dafür, dass weitere Sichter dazukommen. Wenn ihr schon mal immer einen richtig dollen Herzschmerz haben wolltet, dann ist es auch super, gegen Entwickler anzutreten, die an diesem Spiel bereits die letzten 3 Jahre gesessen haben und euch in die Multiplayer-Partie mit ihnen zu beginnen. Das ist eine großartige Erfahrung, um mal wieder zu wissen, wo man so in der Welt steht. Die Gremien bestehen aus 4 Sachverständigen und einem ständigen Vertreter. Und wir gehen derweil weiter in die Gänge. Und die kommen immer wieder bunt zusammen. Wir sind einfach eine Gruppe von fast 50 Sachverständigen, verschiedene Altersgruppen. Die jüngsten Sachverständigen sind knapp 23 Jahre alt. Die ältesten sind 70 ungefähr alt. Und all diese Sachverständigen kommen eben immer wieder in 4er-Gruppen wild gemischt zusammen, um dann eben die gesellschaftliche Realität, die Vielfalt wieder zu spiegeln und auch ihre eigene Erfahrung im Jugendschutz und mit Gaming einfach mit einbringen zu können. All diese Gutachter sind eben vereidigt, werden auf mehrere Jahre sozusagen für die USK gebunden, können sich natürlich auch zurückziehen, es können Nachfolge benannt werden. Wichtig ist nur, dass das Ganze paritätisch abläuft, dass die Bundesländer gleichmäßig vertreten sind, wobei wir einen leichten Überhang für Berlin und Brandenburg haben. Falls mal wieder ein Lokführerstreik ist oder was anderes ansteht, müssen wir eben schnell in den Gremien neu besetzen. Und der Kameramann macht was Fantastisches. Wir haben eine zweite Figur für euch und das ist diese großartige Ente. Wer ist diese Ente? Jetzt, ihr habt den Barcode gesehen, das Google Lens kann das. Wer ist diese Ente? Das ist unsere zweite Frage. Schreibt es uns ins Formular.
Ich finde sie großartig. Schreibt uns ins Formular, sagt uns Bescheid, wen ihr hier entdeckt habt und dann kommt ihr auch in den Pool für die T-Shirts und für die Mega-Pakete mit rein. Genau, Irina, hast du noch weitere Fragen zum Archiv oder einem anderen Bereich? Ja, ich habe noch tatsächlich viele Fragen. Und zwar ist bei uns noch angekommen, wie viele Spiele sind jetzt hier gelagert? Hast du das schon gesagt? Es sind knapp 30.000 Spiele, die jetzt hier liegen. Wenn man sich überlegt, dass Elisabeth Secker vorhin gesagt hat, dass die USK über 50.000 Spiele geprüft hat, dann gibt es da eine kleine Diskrepanz. Die hat damit zu tun, dass natürlich nicht längst alles mehr auf Datenträgern erscheint. Zweitens aber auch damit, dass wir Zeitschriften zum Beispiel woanders lagen. Trailer für die Gamescom werden nicht physisch erscheinen oder auch Demos für die Gamescom würden hier nicht unterkommen. Insofern gibt es da diese Diskrepanz zwischen den Titeln, aber es sind 30.000 und es werden jedes Jahr mehr und mehr. Super. Und dann habe ich noch eine Frage von PackTweet auf Twitch. Wann erhaltet ihr die Testvorlage der Spiele und wie lange benötigt ihr für die Prüfung? Oh, das ist großartig. Wir erhalten einige der Spiele extrem früh. Man glaubt manchmal gar nicht, wie lange Spiele von sehr guten Entwicklern einfach schon fertig sein können. Wir haben eine sehr große Firma, deren Spiele sind einfach schon ein Jahr vor Release fertig. Die sind in einem Zustand, dass man sie einfach rausbringen könnte. Aber man sitzt noch da in Japan und feilt an den letzten kleinen Steinchen und macht die Spiele noch ein bisschen schöner. Teilweise kriegen wir sie also so früh. Üblicherweise bekommen wir die Spiele ungefähr 2-3 Monate vor Markteintritt. Das heißt, jetzt gerade pünktlich zur Gamescom fängt bei uns das Weihnachtsgeschäft an. Und wenn überall die Lebkuchen stehen, ist unser Weihnachtsgeschäft praktisch schon vorbei und all die großen Weihnachtstitel sind durch. Dieser Vorlauf hat viel damit zu tun, dass die Sticker eben im Artwork eingebrannt werden müssen und dass sie natürlich auch auf den Discs oder auf den Datenträgern mit erscheinen müssen. Gerade von der Manufaktur, der Verpackung ist es dann sehr wichtig, dass die Spiele dann schon früh das entsprechende Kennzeichen tragen. Die Versionen sind zu dem Zeitpunkt auch in einem Zustand, den wir durchaus akzeptieren können. Wir können die Spiele von Anfang bis Ende durchspielen. Spiele dürfen natürlich nicht dauernd abstürzen. Wir müssen alles sehen können, alle Waffen müssen enthalten sein und so weiter und so weiter. Dennoch passiert es, dass wir ungefähr jedes 10. Spiel wieder aus der Prüfung rausschmeißen, weil einfach klar ist, es hat unfertige Zwischensequenzen oder bestimmte Charaktere oder Maps sind einfach noch nicht spielbar. Dann schicken wir diese Spiele zum Anbieter zurück und er muss halt nachbessern. Das ist das Gute am deutschen Jugendschutz. Wir haben keinen Druck. Der Anbieter muss uns eine Version liefern können, mit der wir gut arbeiten können und mit denen die Gremien sauber entscheiden können. Großartig. So viel zum Archiv. Die Ente müssen wir nachher rausholen, nicht, dass die hier ein Archivgegenstand wird. Ja, das war es eigentlich zum Archiv der USK. Das wird auch gerade verbunden zusammen mit anderen Archiven, zum Beispiel das DIGAREC und das Computerspielemuseum werden sich mit diesem Archiv zusammenschließen. Und dann ist es natürlich total problemlos möglich, dass man auch für Förderungen, für Projekte, für seine Diplomarbeit oder für wissenschaftliche Abhandlung das USK-Archiv dann mit benutzen kann. Momentan sind diese Archive erst digital auf einer Datenbankebene vereinigt, aber der nächste Schritt ist dann, sie auch physisch zueinander zu bringen und begehbar zu machen. Wir machen einen fantastischen Cut, der endet an dieser Tür und danach geht es weiter mit einer fantastischen Interview-Session mit einer Sichterin der USK und dem ständigen Vertreter der obersten Landesjugendbehörden bei der USK. Puh, das war's. Willkommen zurück beim Tag der offenen Tür bei der USK. Zwei großartige Gäste habe ich mir rangeholt. Anja, Sichterin bei der USK, ist wieder bei uns und Uwe, der ständige Vertreter der obersten Landesjugendbehörden bei der USK. Uwe, wir hatten es gestern schon. Was ist das? Wer macht solche Namen und was bedeuten sie? Ja, es ist eine furchtbare Berufsbezeichnung und ich muss zugeben, ich habe selbst Jahre gebraucht, bis ich es mal auswendig konnte. Es setzt sich zusammen aus im Prinzip allem, was man hier oder was ich hier so tue. Ne? Ich bin ständiger Vertreter, also ständig hier, der obersten Landesjugendbehörden. Medienregulierung ist eine Ländersache. Die obersten Landesjugendbehörden sind die zuständigen Jugendministerien und für alle 16 Bundesländer. Das ist sinnvoll, weil ansonsten könnte es passieren, dass man in Schleswig-Holstein andere Alterskennzeichen hat als in Bayern oder in Brandenburg andere als in NRW. Und das will man ja natürlich nicht. Ja, und wie man sieht, bin ich hier bei der USK. Also, ist damit klar? Ich habe verstanden. Nächstes Jahr frage ich aber nochmal. Okay. Ich bin doch hier in der Welt. Ja, wahrscheinlich. Das ist eine Visitenkarte zum Rollen, auf jeden Fall. Anja, du bist Sichterin bei der USK. Was macht eine Sichterin? Ich sichte Spiele. Das heißt, ich bekomme ein Spiel zugeteilt oder auch zwei oder auch drei. Und ich spiele dann einmal wirklich komplett durch.
schreibe dann einen Text darüber und präsentiere die dann vor dem Gremium und versuche möglichst die relevantesten Stellen zu zeigen, sage ich jetzt mal. Und relevant heißt ja nicht nur Gewalt, was man so immer denkt. Wenn man an Videospieldiskussionen denkt, denkt man ziemlich oft an den Gewaltfokus. Aber was ist auch noch relevant in Spielen? Worauf musst du auch noch achten? Das kommt natürlich immer auch aufs Genre an, natürlich. Wenn ich jetzt einen Shooter habe, muss ich nicht zeigen, dass wir einen Handlungsdruck haben. Das ist dann meistens schon, das sind wir uns da durchaus bewusst. Ne? Aber klar, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spiel haben, das eher auf jüngere Spieler geht, dann muss man natürlich gucken, okay, ist da jetzt eben dieser Handlungsdruck beispielsweise? Oder werden da irgendwelche sexuellen Handlungen gezeigt oder solche Sachen? Ja. Das ist natürlich auch, die ganze Atmosphäre kann auch wichtig sein. Und all diese Sachen versuchst du dann vom Gremium zu präsentieren und alle mit auf die Reise zu nehmen, als ob sie das Spiel verstanden hätten also und dabei gewesen wären. Es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt am Spiel nur die einzelnen Szenen raussuche, wo wirklich Gewalt vorkommt, wenn aber 90% des Spiels eigentlich aus Dialogen besteht, das muss ich natürlich dann schon irgendwie auch rüberbringen. Und manchmal tut mir das Gremium dann doch ein bisschen leid, wenn ich wieder eine langatmige Präsentation über ein JRPG mache. Aber gut. Umgekehrt tun mir die Sichterinnen und Sichter immer leid, wenn wir sozusagen einen knackigen Prüftag haben mit sehr vielen Titeln in einer Reihe. Und Anja ist dann wirklich eine, die wirklich öfter des Nachmittags dann eben auch mal vorbeikommt oder des frühen Abends. Und dann muss natürlich auch so ein Spiel relativ zügig präsentiert werden. Klar, ne, das Prüfgremium ist erfahren und die sehen ja jetzt nicht zum ersten Mal ein Rollenspiel in der Form. Aber es tut mir immer leid, wenn ich weiß, man hat sich stundenlang als Sichterin auf so ein Spiel vorbereitet, auf die Präsentation, stundenlang mit diesem Spiel beschäftigt. Und dann wird gesagt, komm, du hast eine Dreiviertelstunde Zeit, länger geht's nicht. Ja? Und da kann ich immer mitfühlen und das tut mir auch wirklich immer sehr leid. Es bleibt hat einen Job, da bleibt die Liebe zum Spiel auch manchmal auf der Strecke und wenn ein Charakter an der 40. Spielstunde erfährt, dass der Oberboss sein Bruder war, dann ist das auch was man dem Gremium vielleicht nicht immer übermitteln kann. Aber Uwe, erzähl uns noch mehr zu den Gremien. Wie seid ihr zusammengesetzt? Was unterscheidet dich von dem Rest der Truppe? Mich unterscheidet, dass ich ein staatlicher Vertreter bin. USK und Obersten Landesjugendbehörden machen das gemeinsam in einer Partnerschaft, diese Alterskennzeichen. Die USK sorgt im Prinzip für die Infrastruktur und sorgt dafür, dass Leute da sind, die sich mit Spielen sehr, sehr gut auskennen, jedenfalls die sie spielen können und präsentieren können. Der staatliche Teil sorgt für die Rechtssicherheit der Kennzeichen per Verwaltungsakt. Und dafür muss man natürlich bei einer Behörde angestellt sein. Man kann ja jetzt nicht jeder Privatperson einfach so Verwaltungsakte erlassen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Und im Prüfgremium bin ich im Prinzip so wie die anderen Jugendschutzsachverständigen auch. Du hast ja vorhin kurz erklärt, wir haben ungefähr einen Pool von 50 Jugendschutzsachverständigen, die mehr oder weniger zufällig immer gezogen werden für einen Prüftag. Und wir sitzen dann in einem Gremium, Prüfgremium, zu fünft. Die Leute kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, die aber natürlich immer alle mit Computerspielen und Kindern und Jugendlichen zu tun haben oder mit Medienwirkungsforschung, solchen Dingen. Ne? Eben etwas, was Menschen dazu befähigt, ungefähr einschätzen zu können, wie denn Computerspiele oder bestimmte Medieninhalte auf Kinder unterschiedlichen Alters wirken. Das ist eigentlich der Hauptjob. Dann gucken wir uns die Präsentation an. Das klappt meistens sehr gut, Anja, auf jeden Fall. Und manchmal haben wir auch noch mal Nachfragen, wenn wir bestimmte Sachen so nicht verstanden haben. Deswegen ist es auch immer sehr gut, wenn man wirklich eine Live-Präsentation hat mit jemand, der das Spiel auch komplett durchgespielt hat. Weil es gibt immer irgendwelche Dinge, wo man, wie ist denn jetzt das Ende und das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, kannst du das noch mal zeigen? Und das wäre natürlich bei einer Videopräsentation oder so, ne, eben nicht möglich. Wir diskutieren dann das Spiel, nachdem wir uns die Präsentation angeguckt haben. Ja, und dann entscheiden wir uns natürlich final für eine Alterseinstufung. Mehrheit entscheidet bei uns, das heißt, wir sind 5 Leute. Es kann nie unentschieden ausgehen, ja, maximal 3-2. Aber auch das kommt vor, ne, dass dann eine Alterseinstufung 3-2 sozusagen erteilt wird. Ich kann gegen sowas auch in Berufung gehen, wenn ich der Meinung bin, oh, da habe ich jetzt aber das eine oder andere Detail irgendwie nochmal anders gesehen und ich wäre jetzt doch lieber irgendwie für eine 16 als für eine 12 und kann eine Berufung auslösen und dann ein komplett neues Prüfgremium, bei dem ich dann nicht mehr teilhaben darf. Ja. Ist ja auch richtig so. Ja. Guckt da nochmal komplett neu drüber und bewertet das nochmal. Für die Sichterinnen und Sichter hat das da den Vorteil. Sie haben ein Spiel
können es zweimal präsentieren, müssen sich aber nur einmal darauf vorbereiten. Ich wäre es eben, die Sichterinnen sind bei der Diskussion dabei, sind aber eigentlich nicht wirklich Teil von dieser Diskussion. Das heißt, klar, wir sind da, falls es Nachfragen gibt, aber wir können nicht mit abstimmen, wir können auch nicht mitdiskutieren. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist einfach nur... Wie schwer fällt dir das, Anja? Nicht manchmal schon sehr schwer, ja. Immer gut, oder? Ich meine, die Sichter und Sichterinnen sind halt da und brennen für die Spiele und sind begeistert, haben sie natürlich verstanden, weil sie einfach 60, 80 Stunden sich durch die Dinger durchgearbeitet haben. Und dann übergibst du diese Ware einem Gremium, was 2 Stunden mit diesen Spielen zu tun hat. Das heißt, die Aufgabe der Sichterinnen und Sichter kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Sie müssen ein Gesamtwerk so runterbrechen, dass es durch Einsteiger sozusagen in kurzer Zeit verstanden werden kann. Und das ist einfach ein Hammerjob und den machen alle Sichterinnen und Sichter immer wieder absolut irre. Gibt es Zeitvorgaben beim Durchspielen? Wir haben vorhin gesagt, es gibt ja Spiele, die dauern 80 Stunden. Es gibt Spiele, die dauern nur eine halbe Stunde, wenn man eine kleine Demo hat. Ihr kriegt immer das gleiche Geld, also daran, da ist jetzt nicht das Problem. Aber mathematisch ist es natürlich schwer, ein 80-Stunden-Spiel innerhalb von 2 Tagen durchzuspielen. Wie viel Zeit habt ihr? Die Prüfzeiten insgesamt bei der USK sind 4 Wochen, aber wie viel Zeit habt ihr als Sichter und Sichterin? Das kommt, würde ich sagen, immer auf die Länge des Spiels an. Also klar, wenn man jetzt, sei es mal, so ein wahnsinnig großes Rollenspiel hat, das ist einfach nicht möglich innerhalb einer Woche. Ne? Das verlangt auch keiner von einem, dass ich da jeden Tag hier 12 Stunden sitze. Also nee, deswegen, das ist wirklich immer ans Spiel angepasst. Ja. Aber klar, wenn man jetzt wirklich nur so ein kleines Spiel hat, das 3 Stunden geht, da kann ich jetzt nicht sagen, oh, da brauche ich es aber 4 Wochen zu, Leute. Genau, wir haben einen gemeinsamen Kalender, wo wir immer sagen, wie viel Zeit haben die Sichter, wie viel Zeit haben wir, welche Slots sind noch frei. Und dann wird es eben auf die Tage gewürfelt. Wir versuchen auch die Tage sehr bunt zu mischen, dass ihr nicht drei, ich bin immer wieder bei Rollenspielen, tut mir leid, dass wir nicht 3 Rollenspiele direkt hintereinander haben. Es ist einfach ein sehr anstrengend zu präsentierendes Genre und sehr schwer reinzukommen. Aber genauso sollte es auch nicht passieren, dass man jetzt 5 Shoot'em-ups an einem Tag hat. Sondern wir versuchen, dass ich über den Prüftag einen Kanon innerhalb des Gremiums auch erstellen kann und dass es eben für die Gremien auch bunt gemischt wird. Wie kommt man in diese Gremien rein, werden wir gerade gefragt. Wie kommt man? Es gibt eine Benennungsperiode, sozusagen, was der Beirat... Entschuldigung. Also tatsächlich, ne, es ist auch in den USK-Grundsätzen geregelt. Die sind auf www.usk.de auch veröffentlicht. Da kann man im Prinzip den kompletten Prüfprozess und alles, was mit der USK zu tun hat, nachlesen. Konkret jetzt zu dieser Frage. Es gibt eine Benennungsperiode für Jugendschutzsachverständige, die dauert 2 Jahre. Also das heißt, man sollte das für 2 Jahre dann auch wirklich anlegen. Man braucht natürlich eine gewisse Qualifikation, so wie ich das eingangs erwähnt habe. Man muss sich auskennen mit der Wirkung von Medien auf Kinder und Jugendliche. Das heißt, man sollte schon mal ein Kind gesehen haben und man sollte schon mal ein Spiel gesehen haben, wenn man hier als Jugendschutzsachverständiger arbeiten will. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen auch, ne, weil man muss dran sein an diesem Thema. Man sollte nicht nur einmal im Jahr irgendwie vorbeikommen, sondern man sollte auch eine gewisse Zeit, ein gewisses Zeitfenster für eine Regelmäßigkeit dann tatsächlich mitbringen. Ja, und dann benennen sozusagen die obersten Landesjugendbehörden gemeinsam mit dem GAME, also dem Verband der Computerspielwirtschaft, schlagen im Prinzip eine Liste vor, dem USK-Beirat, von Menschen, die da drauf stehen. Ungefähr, wie gesagt, im Moment sind es ungefähr 50. Und ja, die wird dann beschlossen oder nicht, je nachdem. Meistens wird es beschlossen. Ja. Sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt, direkt an die Sichterin bei der USK, Anja, oder an Uwe, den ständigen Vertreter, ich mache mal die Kurzform, dann könnt ihr sie uns gerne schreiben. Schreibt es direkt in den Twitch-Chat rein oder per Twitter. Es gibt fantastische, großartige Merchandise-Pakete zu gewinnen, wunderschöne T-Shirts. Und ja, dann könnt ihr gerne hier weiter uns noch was dazu dabei bringen. Dazu fällt mir ein, es fehlt noch eine dritte Figur. Die wollen wir euch gerne zeigen. Ich weiß nicht, ob wir den Kameramann jetzt überraschen. Diese Figur da hinten ist die dritte Figur. Folgen Sie diesem IT-Finger. Ich weiß gar nicht, ob du die sehen kannst überhaupt. Der hier ist es. Wer bin ich? Das ist die dritte Figur. Das müsst ihr uns beantworten und müsst uns sagen, wer das wohl ist. Tragt es auf der Website der USK ein, da ist ein Formular. Da könnt ihr uns den Namen dieses Charakters hinterlassen. Und dann könnt ihr fantastische große Pakete gewinnen oder T-Shirts. Bewegung bei Interviews, immer großartig. Anja, was hast du Neues in der USK gelernt? Hast du neue Lieblingsgenre gefunden oder dir gedacht, was ist das für eine Art Spiel? Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt.
Liebling? Ja, tatsächlich. Ich mochte davor schon JRPGs, aber ich habe wirklich eine neue Leidenschaft dafür entwickelt und ich weiß nicht, wo es herkommt, weil eigentlich, wir hatten gestern das Thema, alle hassen JRPGs, vor allem zum Sichten, nein, zum Sichten natürlich, weil die Dinger sind natürlich schon durchaus etwas länglich meist, sehr viel Dialoge, wo man sich dann da wirklich durchkämpfen muss. Mhm. Aber gerade dadurch, dass man eben einfach Spiele zugeteilt bekommt, man kann die sich meistens nicht aussuchen, spielt man dann auch wirklich mal Spiele, da hätte man nicht dazugegriffen. So, und das finde ich wirklich sehr angenehm. Ja. Aber das ist auch der Grund, warum alle heute so freundlich zu mir sind. Nicht, weil es mein Geburtstag ist, sondern ich suche aus, wer welche Spiele bekommt. Das muss man dazu sagen, dass Lara und ich halt immer vom Testbereich festlegen, welcher Sichter, welche Sichterin mit welchem Spiel dran ist, sodass jemand, der gerade eben ein Rollenspiel hatte, eben die nächsten Wochen eher kleinere Genre bekommt, einen kleinen Racer oder ein kleines Sportspiel. Und wer schon lange nur noch Shoot'em'ups hatte und innerhalb von 2 Stunden durch war, bei dem steigt so langsam die Chance, dass es dann wieder ein Rollenspiel wird. Japanische Rollenspiele bei mir immer ganz oben. Aber sie sind schon schwere Biester zum Präsentieren, das muss man einfach sagen. Die Gremien mitzunehmen auf diese emotionale Reise der Charaktere, die wir als Sichter eben 40, 60, 80 Stunden begleitet haben, das ist einfach extrem schwer. Ich hatte letztens eben erst wieder einen, ich glaube, da hat Uwe etwas ein bisschen leiden müssen, weil ich wirklich ganz die Geschichte erzählen wollte und immer mehr und immer mehr. Und man merkt halt schon, okay, langsam reicht es dann auch. Ne? Und ich sage, das muss ich euch jetzt auch noch zeigen, weil sonst versteht ihr es nicht. Ja, aber gut, das ist halt dann so. Eine andere Sache, die ich gemerkt habe, war, dass ich wirklich überhaupt keine Rennspiele spielen kann. Das habe ich in der Live-Präsentation dann schmerzhaft erfahren müssen. Das haben wir alle erfahren. Ja. Das ist gut, aber was will man machen, da muss man dann durch. Da muss auch das Gremium dann durch. Die Powerslides müssen irgendwann sitzen. Das neue Jugendschutzgesetz steht an oder ist schon da? Und wie weit ist es eigentlich gerade? Weil wir haben davon gehört, wir haben ein neues Gesetz und jetzt ist man im Punkt der Umsetzung. Nimm uns da mal gerne mit. Wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Du bist mit drin, USK ist mit drin, daneben natürlich die FSK natürlich auch, die betrifft es auch. Es gibt noch ein paar andere Anknüpfungspunkte, die uns jetzt so direkt nicht mit befassen. Tatsächlich, wir haben lange drauf gewartet, es gab mehrere Anläufe, alle grandios gescheitert. Jetzt zum 1.5.2021 ist es in Kraft getreten. Und wir sind jetzt dabei, im Prinzip uns da zu überlegen, wie man das denn umsetzt. Im Bereich Spieler haben sich insbesondere, ja, ich würde mal sagen, 3 Dinge wesentlich geändert. Ja. Das erste ist, wir sollen Erklärsymbole oder Zusatzinformationen, warum jetzt ein Spiel eine Altersfreigabe bekommen hat, sozusagen mit drauf machen. Manche kennen das von PEGI oder ESAB. Ne? PEGI gibt es diese klassischen Symbole, so, ne, die im Prinzip auch viele kennen. Sowas sollen wir machen. Bessere Informationen also, ne, für Kinder, Jugendliche, Eltern, aber auch für pädagogische Fachkräfte. Das zweite ist ein Riesenpunkt, nämlich wir sollen sogenannte Interaktionsrisiken oder dürfen sogenannte Interaktionsrisiken bei der Spieleprüfung bewerten. Das war uns bisher sozusagen nach dem Jugendschutzgesetz nicht möglich. Zu diesen Interaktionsrisiken zählen zum Beispiel Chats, Bezahlfunktionen, ja, aber eben auch andere Dinge, wie zum Beispiel, wie wird Werbung und so weiter ausgestrahlt in Medien generell. Ne? Solche Dinge, die eigentlich nicht der typische Inhalt des Spiels sind, aber die sich um das Spiel herum gruppieren, dürfen wir jetzt aufnehmen, auch in der Alterskennzeichnung. Wobei man sagen muss, es gibt da noch ein paar Dinge mit zu beachten. Ne? Also wie sind die Vorsorgemaßnahmen durch den Anbieter? Ne? Also hat der schon technische Systeme, um eben auch Kinder und Jugendliche vor besonderen Kostenfallen oder so Ähnliches zu schützen? Das heißt, ne? Filter und Warnung? Sperrmöglichkeiten oder was heißt Vorsorgemaßnahmen? Ja, also es gibt ja technische Einstellungsmöglichkeiten, so wie das beispielsweise bei der Switch ist es ja ganz bekannt. Ne? Da können Eltern im Prinzip einstellen, mein Kind soll sämtliche Internetfunktionen nutzen können oder Chats sollen ausgeschaltet werden oder Bezahlmöglichkeiten werden ausgeschaltet. Ja. Solche Dinge sind dann sozusagen als, ja, wie soll man sagen, technische Voreinstellungen mit drin, Vorsorgemaßnahmen, wie es im Gesetz heißt, die wir da mit berücksichtigen bei der Alterseinstufung. Klassische Frage, die da an mich gerichtet wird, ist immer, ja, sind jetzt dann alle im Prinzip Free-to-Play-Spiele? Komm, ist gerade, okay, alles klar. Lies sie noch bitte vor.
alle Free-to-Play-Spiele ab 18? Ist Pay-to-Win ab 18? Sind Lootboxen jetzt immer ab 18? Das wären die nächsten drei Fragen gewesen. Genau, also das kann man pauschal nicht beantworten. Es kann natürlich sein, wenn der Anbieter keine Vorsorgemaßnahmen trifft und wenn wir sagen, hey, hier besteht aber jetzt wirklich ein starker Anreiz für Kinder, hier in irgendeiner Form Geld auszugeben, heißt also, wenn ich ein Spiel habe für Sechsjährige und da steht, zahlt jetzt bitte jeden Tag 5 Euro, sonst stirbt hier dein Pony, ja, so. Ja, genau, richtig. Also solche Sachen werden wir ganz sicher künftig mit berücksichtigen bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, also pauschal kann man das nicht sagen. Beantworten kann ich die Frage so. Ganz sicher werden nicht alle Pay-to-Win-Spiele jetzt ab 18 sein, sondern die Anbieter, und das ist ja auch fair, haben die Möglichkeit eben durch diese Vorsorgeeinstellungen dazu beizutragen, dass sie im Prinzip ja, eine relativ moderate Alterseinstufung bekommen und gleichzeitig aber auch Kinder und Jugendliche schützen, die dieses Spiel dann spielen, indem sie eben besondere Vorsorgemaßnahmen treffen. Das Dritte, wir waren also erster Punkt, ne, die Zusatzinformation, zweiter Punkt, diese Interaktionsrisiken, der dritte Punkt, Kennzeichnungen für Spiele, die auf Online-Plattformen vertrieben werden. Ja. Und das wird auch nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz gute Aufgabe. Wir haben wieder einen heißen Herbst vor uns. Vor wenigen Jahren war es 86a das große Änderungsthema. Dann hatten wir die Casino-Spiele, alles was damit zu tun hat. Jetzt haben wir das neue Jugendschutzgesetz. Es wird nicht... Zu dem, ja. Was wir jetzt hier gerade bewegen, würde ich sagen. Es wird nicht langweilig. Anja, das heißt, dein Job für die nächsten Male ist, das Pony muss sterben, wenn du kein Geld bezahlst. Wie verändert sich dein Job mit diesen neuen Aufgaben? Weil ich meine, die USK ist vor Markteintritt tätig. Zu erkennen, was der Spielinhalt ist, ist dein Job, ganz einfach. Aber was ist mit Chats? Was wissen wir vor Release schon über die Spieler? Klar, das ist natürlich eine Information, die wir bekommen müssen. Ja. Es kann natürlich auch oft sein, dass wir eben die Funktion jetzt noch nicht wirklich so testen können, wie sie dann später drin ist. Aber dann brauchen wir eben diese Information vom Entwickler, weil sonst ist das natürlich jetzt nicht möglich, das zu beurteilen. Ja. Ja, aber natürlich achtet man jetzt auch mehr auf solche Sachen, wo man vorher halt gesagt hat, ja gut, das ist halt jetzt da drin, aber ich gucke jetzt eher mal, ob da dem jetzt der Kopf abgehackt werden kann oder so. Ja. Guckt man natürlich immer noch. Oder das Pony. Dein Pony den Kopf abgehackt. Ja. Der perfekte Kombination. Anja, wie lange wirst du es bei der USK aushalten? Was kannst du dir so insgesamt vorstellen? Auf welche Spiele wartest du noch? Oder bist du noch bis zur nächsten Gamescom hier? Oder sag uns mal, für wie lange so ein Job angelegt ist? Ich habe schon gesagt, ich bleibe jetzt für ewig hier. Oh, ich gehe hier nicht mehr. Ich krieg mich hier nicht mehr raus. Habe ich auch gesagt und bisher habe ich durchgehalten. Das ist erzählen. Also ich hoffe ja, dass es noch bis zur nächsten Gamescom, die ja dann hoffentlich auch wieder in person so stattfindet, ne? Weil das ist natürlich was ganz anderes, klar, weil dann sieht man auch wieder, wofür man das eigentlich macht. Man trifft die Leute, alle sind so begeistert und da ist man dann wieder so richtig. Kommt man dann wieder neu motiviert da raus und denkt sich so, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich da diese Stunden am Wochenende in der USK sitze. Und genau für dich. Ja, genau. Also klar, also nächster Gamescom wäre natürlich super, wenn das klappt. In Köln, live vor Ort und in Farbe. In Köln, genau, ich habe nochmal unsere Interviews von letzten Jahr gesehen. Wir haben uns letztes Jahr schon darauf gefreut, dass es nächstes Jahr stattfindet. Aber diesmal sollte es wirklich was werden. Leute, Partys haben wir schon gesagt und tolle Stände, aber auf welche Games freust du dich jetzt noch in nächster Zeit? Jetzt nicht gerade Games, die du letzte Woche in der Prüfung geredet hast. Wir sind so gut durchgekommen, ohne Spoiler und ohne Anwesenheit. Und es kommt noch geiles Zeug raus dieses Jahr. Leute, wirklich, es ist richtig schönes Zeug dabei. Aber wir dürfen es nicht sagen. Aber worauf freust du dich, was schon angekündigt ist, wo du sagst? Also was jetzt im Oktober, ja, glaube ich, kommt, ist Guardians of the Galaxy. Richtig. Ich bin ein großer Marvel-Fan. Ja, und sehr schön. Und vor allem das sah, so von dem, was ich gesehen habe, sah das super lustig aus. Auch locker und playful. Ja, genau, wieder. Das ist so richtig schön entspannt, da freue ich mich drauf. Sonst, ich bin da immer, ich lasse es alles so ein bisschen auf mich zukommen, ehrlich gesagt, weil man weiß ja auch nie, dann verschiebt sich wieder alles und so und dann
doch noch ein paar Patches abwarten, manchmal einfach, weil... Ja gut. Ich meine, die Sichter und Sichterinnen müssen ja schon zu ihrer Prüfzeit einfach mit Versionen arbeiten, die nicht immer perfekt sind. Jedes 10. Spiel schicken wir auch postwendend wieder zurück, weil einfach die Version nicht gut genug ist, um durchgespielt zu werden oder um präsentiert zu werden. Und die Sichter brauchen ein dickes Fell und die ständigen Vertreter und die Gremien brauchen auch ein dickes Fell. Aber natürlich muss es durchspielbar sein, es darf nicht alle paar Minuten abstürzen und alle Charaktere sollten sich ordentlich bewegen. Das ist immer unser Mindestanspruch, den wir haben. Jugendschutzmäßig muss einfach alles integriert sein. Wenn hier und da was fehlt, zum Beispiel ein paar Ü-Striche oder uns wird eine Zwischensequenz nachgereicht, können wir damit leben, sodass wir also durchaus auch Versionen nehmen können, die einfach 2 Monate vor Markteintritt zu uns kommen. Aber wenn es schlimmer wird, dann lassen wir es nicht zu. Deswegen warten wir auch immer gerne auf fertige Spiele, Version 1.02 oder sowas, wenn dann das Schlimmste vorbei ist. Das ist auch der Grund, warum man nicht unbedingt seine Lieblingsspiele als Sichter spielen möchte, weil das kann schon einiges zerstören. Zum einen eben dieser Zeitdruck, wenn man da wirklich so ganz schnell durchpowern muss. Mhm. Und zum anderen, wenn man so ein halbfertiges Spiel vor sich hat, das ist natürlich was anderes als dann wirklich das fertige Produkt. Ja. Verstehe ich total. War bei mir auch immer genauso, dass man sich dachte, oh, das neue Fallout ist da. Nein, Fallout spiele ich lieber woanders. Von dir wussten wir schon, dass es Horizon ist, der Titel, auf den du gerade am meisten wartest. Das stimmt, ja. Das hat sich seit gestern wahrscheinlich nicht gemacht. Humankind ist aber, glaube ich, schon raus. Ne? Welcher? Humankind? Humankind ist gerade raus. Ist gerade raus. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ne? Weil ich mag irgendwie so Strategieaufbau, wo man so quasi die Längen der Menschheit von der Steinzeit bis ins... Also war schon ein riesen Civilization-Fan, ja, und jetzt mal quasi noch eine Stufe zurück, ne, in die in der Steinzeit beginnen, also das ist schon interessant. Wobei man echt auch aufpassen muss, ne, solche Spiele killen halt auch richtig Zeit, so, ne, also das ist schon heftig. Aber nichtsdestotrotz, das werde ich auf jeden Fall demnächst mal installieren. Ich hoffe, wir kriegen das bei uns hier ins Archiv und ich kann mir das dann ausleihen. Ich das gesamte Team der USK immer vorm Archiv steht und wartet, dass sich endlich die Pforten öffnen. Hat man als Sichti auch Aufstiegschancen bei der USK? Das möchte ich gerne bejahen, das ist möglich. Wir haben Sichter und Sichterinnen, die sind tief und knie, ja, ich zum Beispiel, fest in die USK integriert. Auch Björn war früher Sichter bei der USK und Irina wäre gerne Sichterin bei der USK gewesen und das auch hier fest eingestellt. Das heißt, wir holen, also es ist einfach eine super Recruiting-Stelle, um Leute ranzuholen, die sich mit Games auskennen, die locker und entspannt auftreten können, die sich mit Jugendschutz auskennen und schon mal mit den ständigen Vertretern klarkommen. Das sind alles wichtige Punkte, wenn man bei der USK arbeitet. Und deswegen, ja, die Aufstiegschancen sind da. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren so ungefähr 10 oder 12 Sichter und Sichterinnen in der USK untergebracht, die dann natürlich danach auch wieder woanders hingegangen sind. Aber es ist das Erste, wonach wir gucken, wenn eben bestimmte Sachen neu besetzt werden, haben wir schon Leute, die einfach schon so viel gelernt haben, so viel mit dem Jugendschutz zu tun haben, öffentlich auftreten können und etwas über Gesetze und Games wissen. Das ist schon auf jeden Fall viel wert. Fragen, die ich nicht vorlese. Haha, dazu später mehr. Gibt es von euch noch letzte Statements? Wir haben gesagt, wir freuen uns auf die Gamescom. Nächstes Jahr wieder in echt natürlich. Sind sehr begeistert und hoffnungsvoll, dass es dann nächstes Jahr wieder losgeht. Wir als USK sind sehr dankbar, dass zumindest im letzten Jahr keine Gamescom war, weil in dem Moment, wenn neue Konsolen auf den Markt kamen, das ist ja letztes Jahr passiert, einige von euch haben sie auch vielleicht schon mal gesehen und konnten sie immer noch nicht kaufen. Wir drücken euch alle Daumen. Dann ist es für uns einfach immer ein doppelt, dreifach anstrengender Job mit unfertigen Konsolen, die noch herkommen, dann noch VR und dann hast du noch irgendwelche riesigen Aufbauten mit Multiplayer. Das ist alles sehr anstrengend. Für nächstes Jahr sind wir dann wieder bereit, 400 zusätzliche Prüfungen zu testen, denn alles, was auf der Gamescom ist, muss eben durch uns gespielt werden. Und da freuen wir uns schon wieder drauf. Uwe und ich, wir machen dann wieder schöne Nachtsessions mit 120 Indie-Games hintereinander weg. Und das wird ganz großartig. Ich freue mich auf den Rundgang mit dem Ordnungsamt, ne? Wir quasi am Beginn, bevor eigentlich die Messe startet, aber die Stände sind schon mal aufgebaut, ne? Und wir gucken dann, ob die ganzen Spiele dann auch quasi jugendschutzkonform angeboten sind, ne? Also 18er mit Sichtschutz und so weiter, ne? Ja. Und das ist eigentlich doch fast schon... Ja, wie so ein Ritual, ne, da über die Messe zu gehen, bevor es eigentlich richtig begonnen hat. Wir gehen da durch und segnen alle Stände. Genau, richtig, ja. Es ist wirklich sehr gut, dass wir gemeinsam mit dem Kölner Ordnungsamt eben unterwegs sind und gucken, werden hier wirklich alle Regeln eingehalten. Und die Regeln müssen ja dann die ganze Woche halten für 450.000 Zuschauer. Da müssen wir schon sehr genau hingucken. Es macht auf jeden Fall wirklich sehr viel Spaß. Auf
Vor allen Dingen ist die Messe noch so angenehm ruhig und nicht so super verschwitzt mit verbrauchter Luft und so. Noch irgendwas. Das finde ich aber auch immer am tollsten. So die Gamescom kurz bevor es losgeht. Das ist dann auch so. Das finde ich auch. Wo du ruhig, aber auch so irgendwie so eine Spannung ist in der Luft, ist ganz toll. Ja, ja, ja. Wenn man nicht weiß, ist das gerade Cosplay oder baut der wirklich die Wand an und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer sehr schön. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt wieder ein Jahr freuen auf die nächste Gamescom und sind dann bereit. Weiterhin könnt ihr uns trotzdem Fragen stellen, auch im Nachgang dieses Livestreams werden wir euch alles beantworten. Genau, bis auf die muss ich gleich löschen. Die werden euch dann zugesandt oder wir werden sie beantworten, das werden wir dann sehen. Weiterhin könnt ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen, dort hinten die Figur, Guide ist immer noch herauszufinden. Folgt uns auf Twitter, guckt euch an, was wir auf unserer Website alles parat haben. Da finden sich extrem viele Informationen, aufbereitet für Kinder, aufbereitet für Eltern. Wir zocken noch ein bisschen weiter, sehen uns gleich wieder hinten im Testraum, wo dann der nächste Punkt der USK ansteht, die sich dies zocken gegeneinander und raufen sich die Haare bei einer Runde Overcooked 2. Und auch da könnt ihr uns natürlich weitere Fragen stellen oder den Sichterinnen und Sichtern neue Fragen stellen. Wenn ihr ein super Paket an Merchandise gewinnen wollt, wenn ihr diese tollen Dad-Jokes-T-Shirts gewinnen wollt. Und wir hoffen, ihr bleibt weiterhin dabei. Wir brauchen ein bisschen Umbaupause und dann sehen wir uns wieder zum Zocken. Bis dann. Willkommen zurück beim Stream der USK. Wir sind bei den Sichterinnen und Sichtern angekommen. Und hier sind versammelt Anja, habt ihr schon kennengelernt. Jenny, kennt ihr auch schon. Daneben haben wir noch Maurice und Fritz. ihr seid alle da und bereit. Wir spielen ein wunderschönes Spiel. Fritz, erzähl uns mal bitte was dazu. Was spielen wir? Wir spielen das wunderschöne Partyspiel Ultimate Chicken Horse, wo wir versuchen werden, uns hier diese vorgegebenen Elemente aus dem Spiel zu nehmen und einen Hindernisparcours zu bauen. Und wir versuchen uns gegenseitig zu behindern und versuchen aber auch das Level so zu gestalten, dass man vielleicht durchkommt. Unter erschwerten Bedingungen natürlich. Wir wollen es uns ja nicht so einfach. Nice. Klingt nach einem fantastischen Plan. Wir sind gespannt, wie ihr aufeinander gehetzt werdet. Ich weiß gar nicht, wie viel Mute wir wirklich haben wollen, weil wenn Sichter gemutet sind, dann reden sie gar nicht mehr miteinander. Ist ja auch ein bisschen traurig. Wie gut muss man eigentlich als Zocker sein, um bei der USK sichtig zu werden? Tja, liebe Kinder, das kann euch keiner beantworten, weil alle gerade Level bauen. Vorher werden natürlich erstmal alle Achievement-Listen geprüft aus Steam. Und es ist natürlich, braucht man eben schon eine gewisse Expertise. Und vor allem dabei wichtig ist eben nicht unbedingt spezifischer Skill an sich in einem bestimmten Genre, sondern die Bereitschaft und die Fähigkeit, alles zu spielen, weil, wie gesagt, alles gespielt werden muss, was so reinkommt. Und man muss halt sich darauf einlassen können und man muss auch irgendwann verzweifeln. Genau, man muss halt sich selber zutrauen können, dass man durchkommt, aber wie gesagt, es gibt auch manchmal Hilfen von EntwicklerInnen, wenn irgendwas zu schwierig sein sollte oder halt wirklich so halb unmöglich oder das nächste From Software-Spiel reinkommt. Es hilft aber auf jeden Fall, wenn man sich selber realistisch einschätzen kann und sagt, ja gut, ich schaffe es schon, halt so ein Spiel durchzuspielen. Viel wichtiger sind aber eben andere Dinge, eben die Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf alles einzulassen. Sehr schön. Wer von den Sichterinnen und Sichtern lässt sich nicht auf alles ein, sondern macht bei VR zum Beispiel, es reicht. Bitte kein schlimmes VR für mich. Alle spielen VR. Oh, also, ich bin so glücklich. Ich bin bei VR leider raus. Bei mir ist denn doch die Motion Sickness zu doll. Nicht, dass es mir nicht gefallen würde, aber wenn mir dann nach 10 Minuten schlecht wird, dann bringt das ja auch nichts. Leider. Ja, wir müssen dann auch die Sichter wieder raustragen und müssen den nächsten übernehmen. Wir fangen dann gar nicht erst an. Wir haben bestimmte Leute, die kommen mit VR einfach besser klar. Man muss dazu auch sagen, dass es nicht das Standard-VR-Erlebnis ist, was man vielleicht von normalen Marktgeräten kennt, sondern die Versionen, die wir bei der USK kriegen, die sind eben einfach Vorversionen. Die sind noch nicht auf diese letzten Punkte balanciert. Und wenn man dann ein VR-Spiel spielen muss, was erstmal nur mit 30 Frames läuft, dann ist es einfach extrem unangenehm. Was hat Corona an eurem Job verändert, werden wir gerade gefragt per Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Fragen stellen und nehmt dann an unserem Gewinnspiel teil. Wie hat Corona euren Job bei der USK verändert?
kann an sich ja nur Jenny beantworten, oder? Weil wir alle anderen drei haben ja erst angefangen, als Corona gerade um sich geschlagen hat. Also die Vor-Corona-Zeit kennen wir bei der USK ja eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, aber tatsächlich nicht zu viel, da wir ja eben wegen der Entwickler-NDAs und bestimmter Regelungen und weil wir halt die Konsolen hier haben, immer noch zum Sichten in die USK gekommen sind und auch immer noch kommen. Und was sich halt vor allem verändert hat, ist natürlich, dass man viel weniger Zeit miteinander verbracht hat. Wir haben gestern schon darüber geredet, man war oft normalerweise Volleyball spielen oder irgendwo auf Veranstaltungen zusammen. Die Live-Gamescom gab es nicht mehr, das heißt, man hat viel weniger so extra Zeit im Team verbracht, was immer natürlich sehr schade war. Wir haben natürlich auch versucht, immer wieder anzufragen bei Entwicklern, hey, gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Titel zum Beispiel im Homeoffice machen zu lassen? Das heißt jetzt nicht unbedingt auf dieser und dieser Dev-Konsole, sondern vielleicht gibt es da eine Steam-Einreichung oder wie auch immer. Aber wie gesagt, da ist man natürlich sehr eingeschränkt. Und wenn irgendein Spiel natürlich auf der Xbox rauskommen soll, dann muss es auch da getestet werden. Weshalb es schwierig war, das wirklich komplett auf Homeoffice umstellen zu können. Also im Prinzip nicht möglich, aber wir haben es so gut wie es ging versucht, freuen uns aber natürlich, dass wir mittlerweile auch schon bis wieder mehr hier sein können und alle geimpft sind und alle testen können. Und genau, vielleicht wird es ja hoffentlich dann auch bald wieder was mit Live-Veranstaltungen. Dann erreichen wir vielleicht das positive Ende und nicht so ein Mittelklasse-Ending hier. Und drücken uns natürlich die Daumen, dass da noch viele Veranstaltungen bleiben. Denn die Sichter und Sichterinnen sind ja nicht nur einfach für die USK tätig und auf der Gamescom unterwegs, sondern manchmal werdet ihr ja auch für Events gebucht. Wir sind ein bisschen außerhalb unterwegs, tragen die frohe Kunde des Jugendschutzes in die ganze Welt und bespielen natürlich auch Veranstaltungen zum Beispiel fürs Computerspielemuseum oder für den Game und sind da noch sehr stark mit tätig. Anja hat heute schon eine große Lanze gebrochen für das japanische Rollenspiel. Da möchte ich nochmal gerne mit einsteigen. Japanische Rollenspiele sind großartig, sie sind episch, sie haben tolle Charaktere, aber sie brauchen wirklich sehr, sehr, sehr lang. Das wollten wir nochmal einmal sagen. Also neben JRPGs, was ist euer kurzer Moment, wenn ihr immer zuckt, wenn ihr ein neues Spiel bekommt? Was ist das, was ihr gar nicht mögt? Souls-like. Es gibt so viele Souls-like Games. Es gibt so viele Dark Souls-Abklatsche. Und oft sind das dann eben Spiele, wo sich die Leute dachten, boah, der Appeal an Dark Souls war, dass es sehr schwer ist und nicht alles andere drumherum, was ja auch noch viel dazu beiträgt, nämlich die Atmosphäre und das Game Design und alles. Und dann versuchen wirklich Leute, Spiele rauszubringen, die so unglaublich schwierig sind und dann auch noch. Also das fand ich ja auch schön, wenn wir dann manchmal irgendwie was angefragt haben und gesagt haben, hey, wir haben halt nur eine Woche im Prinzip Zeit, um da durchzukommen. Und das ist nicht oft nicht genug Zeit, um sich halt da wirklich so krass reinzufuchsen. Und dann kriegt man so eine Antwort wie, ja, also unser Spiel ist halt dazu gemacht, dass es schwierig ist und wir werden euch jetzt auch nicht an der Hand nehmen, so wie ich mir dachte. Das ist stimmt, halt immer war ein sehr spannender Ansprechpartner. Maurice, ja. Was bedeuten solche Spiele für dich? Oder quälst du dich gerade hier durchs Spiel? Ich persönlich finde sowas gar nicht so schlimm. Dann fragt man halt mit den Entwicklern an oder fragt nach ein bisschen Footage an. Mein persönliches schlimmstes Erlebnis bei diesen Sachen ist eher, wenn ein Spiel zu lange braucht mit dem Laden und man dann merkt, okay, das Spiel ist offenbar gerade abgestürzt. Ja. Und man kann nicht speichern und man hat generell nur einen Speicherstand. Das sind so meine Horrorsachen, ehrlich gesagt. Das sind die Sachen, wo ich sage, damit komme ich gerade überhaupt nicht so richtig klar. Ja, generell Autosave-Spiele halt, ne? So dieses halt, man hat, also wenn man präsentieren möchte vernünftig, dann ist es immer sehr hilfreich, verschiedene Spielstände vorzubereiten, damit man sagen kann, okay, ich möchte hier das zeigen. Das heißt, ich speichere da an der Stelle mal kurz. Und dann möchte ich aber auch was anderes zeigen. Und wenn man halt ein Spiel hat, was immer automatisch speichert und wo man nur einen Spielstand hat, dann kann man das überhaupt nicht und muss die ganze Zeit eben capturen. Und wenn man es dann mal vergessen hat, ja, dann ist vorbei. Dann muss man irgendwie von neu starten und sowas. Ja, sowas ist immer ganz schlimm. Das ist wirklich brutal, dass gerade bei den Versionen, die wir haben, das auch manchmal einfach wirklich nicht nachvollziehbar ist, an welcher Stelle es gerade aus welchem Grund abgestürzt ist. Ja. Und manchmal schreiben uns sich dann am Wochenende und die Safe Games sind mit in die Hölle genommen worden. Die Kiste ist gerade abgestürzt und die Safe Games sind in der Hölle.
Und da müssen wir natürlich überlegen, machen wir jetzt mit der Version weiter oder warten wir auf die nächste Version, versuchen wir Safe Games zu retten. Kann uns der Entwickler versprechen, dass unsere Safe Games in der nächsten Version wieder funktionieren werden oder müssen die Sichter und Sichterinnen dann nochmal von vorne anfangen? Ah, das ist schon immer sehr kritisch. Ja, stellt uns auf jeden Fall noch weiter Fragen. Viele T-Shirts gibt es zu gewinnen oder sogenannte Mega-Pakete mit T-Shirts, Stift, Notizblock, Schlüsselband, Soundtrack, kleinen Schweinchenfiguren und Socken, alles was dazu gehört. Das ist das nächste Jahr. Aber das erste Megapack ist schon fertig. Könnt ihr gerne gewinnen, wenn ihr uns noch richtig spannende Fragen stellt. In diesem Szenario hier natürlich besonders gerne an die Sichter und Sichterinnen. Was haltet ihr von Pre-Orders, wurden wir gefragt. Fritz, nach deiner Erfahrung bei der USK, würdest du jemals wieder ein Spiel vor Markteintritt schon vorbestellen? Also da hatte ich meine Meinung schon, bevor ich bei der USK angefangen habe. Unfertige Spiele zu finanzieren ist vielleicht nicht der richtige Weg. Und von daher würde ich davon immer abraten. zumal viele Entwickler dann irgendwelche unfertige Sachen auf den Markt bringen, die dann wahrscheinlich noch mitfinanziert im Geld sind. Das kann man ja vorher alles nicht wissen. Von daher bin ich eher dagegen. Aber du bist USK-Sichter, du kannst alles wissen. Denn du hast es vorher schon gespielt. Das ist natürlich ein Punkt, ich kann es vorher wissen. Jetzt besonders, aber ich habe es noch nie gemacht und inzwischen weiß ich ja genau, was ich denn bestellen will und das geht dann auch meistens mit ohne Pre-Order. Ah, verstehe. Also, wenn es dann auf den Markt kommt, dann kann ich das ja so kaufen. Sehr, sehr wohl entscheiden. Die meistens kosmetischen Vorteile oder was man auch immer extra kriegt, das ist ja alles schön und gut, aber macht es viel besser? Meistens nicht. Maurice, hast du aus der USK oder aus der Sichtung schon Wissen mitgenommen, wo du dachtest, oh, dieses Spiel könnte ich jetzt noch ein zweites Mal mit einem anderen Run nach Release durchspielen? Oh ja, auf jeden Fall. Es gibt ein paar Spiele, die ich auch gar nicht angefasst hätte. Hätte ich sie nicht bei der USK schon gespielt. Aber vor allem, wenn es so um größere Open-World-Sachen geht, wo man sowieso schon bei der USK so 30, 40, 50 Stunden reingeschickt hat, da finde ich es besonders spannend, wenn man dann das Release der Endgame bekommt und es nochmal ein bisschen anders ist, nochmal der ganze Gameplay-Loop ist angepasster ist. Erstmal, vielleicht sind die ganzen Charaktere da drin einfach fertig und fliegen nicht als in der T-Pose rum, um Dominanz zu beweisen. Und aufgrund dieser Sachen tatsächlich spiele ich einige Spiele, die ich in der USK gespielt habe, gerne einfach nochmal privat. Auch gerade die RPGs, die halt ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und trotzdem machst du dann wieder den Weg, wo du der Liebe bist, richtig? Ja. Du kannst einfach nicht böse sein. 100% Paragon die ganze Zeit. Anja, hast du dich mittlerweile gut ins Spiel eingefuchst? Weißt du, was du tust? Nee, aber das ist auch gut so. Könntest du es trotzdem einem Gremium verkaufen? Natürlich, jederzeit. da würde ich dann einfach so tun, als wäre das alles so geplant. Okay, Anja, dann spielen wir es mal durch. Stell dir mal vor, wir alle sind also gerade das Gremium und du musst uns dieses Spiel jetzt gerade live präsentieren und erzählen, was du machst. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen, die noch nicht wissen, wie es funktioniert. Was tut ihr gerade? Also wir versuchen eigentlich von A nach B zu kommen, nicht als Team, sondern gegeneinander als Rennen und immer vor der Runde können wir hier ein Hindernis einbauen. Und wir sprechen uns aber nicht ab, deswegen klappt das auch nicht so gut. Habe ich langsam den Eindruck. Es wird, glaube ich, nicht besser hier. Hast du das Gefühl, dass jemand anders auf andere Monitore schmult? Ah nein, diesmal wird es was. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir gucken uns den Run mal hier ganz in Ruhe an. Wir nennen das immer bei der USK, das Spiel muss auch mal atmen. Ja, und man muss natürlich auch zeigen, was alles passieren kann, ne? Also, ist ganz klar. Richtig. Einfach denselben dummen Fehler gemacht. Großer Klassiker unter den Sichterinnen und Sichtern. Ja, und das war, weil ich euch zeigen wollte, wie der Hauptcharakter verendet. Verschiedenste Arten und Weisen, natürlich. Es gibt eine Frage an die Sichter und Sichterinnen. Welche Indie-Games könnt ihr momentan empfehlen, wo ihr sagt, oh, da gibt es so ein paar richtig schöne Perlen,
die man sich auf jeden Fall angucken sollte? Gris. Gris, weiterhin Gris. Gris. Bitte, bitte. Es war die erste und einzige Präsentation, die ich gezeigt habe in diesem Team, wo wirklich zwei Leute angefangen haben zu weinen, weil es so schön war. Und das fand ich so toll. Ja. Und ja, einfach ein super schönes Indie-Game. Ja, Dorfromantik wird ja auch ganz viel gepriesen und ist ja auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Was gibt's noch? Also das ist halt eine schwierige Frage, weil der Indie-Markt ist immer so voll von super tollen Spielen und gerade mit der Switch ist, finde ich, auch eine super tolle, sehr indie-lastige Konsole rausgekommen. Ja. Und wir warten auf irgendjemanden, glaube ich, oder? Irgendjemand hängt am Start fest? Hat irgendwie gerade seinen Kontakt zum PC verloren. Ich musste ganz kurz improvisieren, da das USB-Headset Energie verloren hat, weil ich mich konzentrieren musste, nehme ich jetzt entweder das Kabel für den Controller oder fürs... Aber da entscheide ich mich lieber, mit euch ein bisschen zu schnacken und stehe ein bisschen am Start rum. gehe währenddessen auf Suche nach einem neuen Kabel. Eine Sekunde. Im Hintergrund laufen gerade 5 Leute durch die USK und suchen das richtige Kabel. Was ist denn mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden innerhalb der Prüfung? Hat das einen Einfluss auf die Diskussion bei den Gremien? Ja, schon. Gerade so Dinge wie, wenn es nicht einfach nur darum geht, man macht mehr Schaden oder weniger Schaden, sondern bei manchen Spielen kommen tatsächlich Features dazu, die vorher nicht da waren auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Und es ist auf jeden Fall ein Kriterium, das gewertet wird. Und zum Beispiel auch, wie sie benannt sind, weil es gibt ja nicht immer nur leicht, normal, schwierig, sondern auch sowas wie normal, mörderisch, höllisch, something. Ja. Also auch vom Handlungsdruck her sozusagen ist das schon ein Punkt. Vielen Dank, dass Maurice das noch zum Ende bringen konnte. Auch gerade noch sagen, dass der Stressfaktor bei höheren Schwierigkeitsgraden natürlich auch ein großer Punkt ist bei der Bewertung eines Spiels. Zu stressige Spiele wollen wir den Kleinsten dann doch nicht zumuten. Zumindest manche nicht. Genau. Also im unteren Bereich ist ja dann zum Beispiel Handlungsdruck ein wahnsinnig spannendes Feld. Wir haben dann auch die Comic-Gewalt, sehen aber, ob es zum Beispiel ängstigende Inhalte gibt, ob Gegner sehr übermächtig wirken, ob es irgendwelche Countdowns oder Timer gibt oder insgesamt eine gruselige Stimmung herrscht. Und nach oben geht es ja dann immer mehr um die Darstellung von Sex und Gewalt. Gibt es Drogen und sonst was alles? Dazu passt eine Frage, die wir bekommen haben. Ihr könnt uns weiterhin Fragen schicken. Es gibt T-Shirts zu gewinnen. Was würde passieren, wenn irgendein Content versteckt ist und ein Tester oder eine Testerin das nicht findet und sich dadurch aber das Rating ändern würde? Das hatten wir schon und zwar passiert es natürlich extrem selten. Das hat viel damit zu tun, dass die Anbieter einfach schon für alle anderen Rating-Institute, die ja nicht alle Spiele durchspielen, sämtlichen Content offenlegen müssen. Das heißt, die ISAB oder PEGI kriegen komplette Dokumente, wo drin steht, es wird 14 Mal das Wort Shit gesagt, es wird 4-mal das Wort Fuck gesagt. Hier ist eine schlimme Stelle, hier ist nochmal 3 Stunden Footage von dem und dem Part, sodass uns das schon alles bekannt ist. Es geht bei der USK nur darum, eben die Spiele ganzheitlich zu erfassen und das geht eben nur, indem sie durch Sichter und Sichterin durchgespielt werden. Der Fall, wo es schon mal dazu kam, war zum Beispiel das allererste Far Cry. Es war in einer geschnittenen Fassung bei der USK eingereicht worden, ohne Ragdoll. Diese Ragdoll-Funktion war aber weiterhin auf dem Datenträger im Spiel hinterlegt, war also nicht abgeschottet, sondern konnte durch einfache Änderung einer Textdatei wieder hervorgerufen werden. Und damit wurde gesagt, das Spiel ist natürlich nicht inhaltsgleich. Die Version, die wir geprüft haben, die dieses Feature nicht enthielt, war nicht vergleichbar mit der, die dann in entschärfter Version, aber versteckter, vollständig brutaler Version auf den Markt kam. Und daraufhin musste der Anbieter das Spiel komplett vom Markt zurückziehen, musste es komplett einstampfen. Er darf es also auch nicht mehr in Partnermärkten verteilen oder distribuieren. Und die Version musste daraufhin nochmal eingereicht werden. Es sind extrem seltene Fälle. Also schon, dass ich einen Titel nenne, der so weit in der Vergangenheit liegt, zeigt einfach, sowas passiert vielleicht mal alle 7 Jahre. Und wenn, ist es eben auch Aufgabe des Anbieters, dafür zu sorgen, dass dieser Schaden dann eben nicht mehr entsteht.
Wenn Anbieter etwas von uns verstecken wollen, würden sie es auf jeden Fall hinkriegen. Na klar, wir können nicht durch die ganze Welt wandern und wenn du bei Vollmond dreimal um den Tisch läufst, dann entsteht darunter ein Hakenkreuz. Das können wir als Sichter und Sichterin halt nicht rausfinden. Und insofern bleibt es immer in der Verantwortung des Anbieters, uns über alle Details zu informieren. Alles, was drin ist, muss für uns offengelegt werden. Ich habe eine Frage bekommen, was müsste ein Spiel sein, wenn es das USK-0-Rating bekommen würde? Und da machen wir eine kleine Geschichte draus. Wir haben einen Gutachter, der ehrenwerte Herr Knag. Die Sichter und Sichterinnen kennen ihn. Und Herr Knag hat mal gesagt, eine Null ist für ihn, die Kuh steht auf der Wiese und sagt Mu. Und das ist es. Das ist die ganze Null. Und alles danach wird halt ein bisschen schlimmer. Es wird bei der Sechs dann einfach ein bisschen hektischer. Die Perspektive ändert sich. Es wird einfach vielleicht auch ein bisschen kampflastiger. Wir haben die ersten Comic-Kämpfe. Gestern haben wir gerade Asterix und Obelix gesehen, wie sie sich gegenseitig mit den Römern anlegen. Das geht dann eher in die Sechser-Richtung. In der Zwölfer werden die Kämpfe dann realistischer. Die Kamera geht vielleicht dichter ran. Das heißt, die Perspektive kommt dichter ran, aber auch die Gewalt wird etwas realistischer. Wir haben vielleicht eine Feldherrn-Perspektive, sind im Mittelalter unterwegs oder im Fantasy-Bereich. Im 16er-Bereich geht die Kamera dann noch weiter ran. Wir sind jetzt hinter der Figur. Wir kämpfen mit Militäreinheiten Seite an Seite. Die Blutdarstellung ist vielleicht da, aber sie ist nicht exorbitant. Wir sind teilweise in einem sehr klinisch-sachlichen Kontext unterwegs, mitten im Krieg. Ist auch ein unheimliches Thema, was unsere Gutachter und Gutachterinnen ab und zu aufmachen. Und dann gibt es darüber eben noch den 18er-Bereich. Da gibt es halt volle Kante, es ist Action, es sind wirklichkeitsgetreue Umgebungen. Wir sind stark dem Realismus verhaftet oder haben eine sehr übertriebene grafische Wirkung bei der Gewalt. Und das sind so ungefähr die Stufen. Das heißt, je glaubwürdiger und je realistischer ein Setting wird, je dichter die Kamera dran ist, desto höher geht eben das Rating. Außer die Kamera ist dicht an der Kuh dran, dann sind wir wieder bei der USK 0. Ja, was haben wir noch? Wie lange war das von euch am längsten getestete Spiel? Die Frage, die sich daran anschließt, ist, dass derjenige Haskina, auch schön Haskina, dich wiederzusehen, sehr schön. Jedes Jahr ein T-Shirt, ja, Haskina, darf es wieder soweit sein? das heißt natürlich mit Revision, also wann hatten wir Titel, die auch mehrere Phasen durchgegangen sind. Ich hatte das bei Dead Space 2, es gab damals eine Vorabversion, die habe ich geprüft, es gab eine Demo, die habe ich geprüft, dann kam die Vollversion, die wurde berufen, die ging ins Beiratsverfahren und ging ins Appellationsverfahren. Das heißt, wir haben ein ähnliches Spiel insgesamt 6-mal präsentiert. Heute ist das Ganze eher so, dass die Sichter und Sichterinnen vielleicht schon mal Spiele hatten, die sie bei 3 verschiedenen Instanzen, vielleicht auch 4 hatten, weil inzwischen auch eine Stufe dieses Appellationsweges verloren gegangen ist sozusagen. Es gibt diese Appellationsverfahren noch, aber keine Beiratsprüfung mehr. Das heißt, da ist es nur noch dreistufig. Aber ich glaube, liebe Sichter und Sichterinnen, Berufung hattet ihr auf jeden Fall schon, aber vielleicht auch schon Appellation? Sagt mal an. Ich hatte eine Berufung und gar keine Appellation bis jetzt. Bin sehr verschont geblieben. Ich hatte schon mal eine Appellation. Das war fancy. Viele Leute, die sehr viele Meinungen hatten und das hat sich sehr offiziell angefühlt, weil es das eben auch war. das war relativ spannend tatsächlich. Für ein Spiel, wo ich es nicht erwartet hatte, aber was im Nachhinein doch durchaus Sinn gemacht hat. Die Diskussion darum hat auch Sinn gemacht. Es handelt sich, zumindest hat es in dem Fall nicht um irgendwas gehandelt, wo es einfach nur darum ging, ja, oh Gott, die Bienen, nein, es handelt sich nicht nur um so, ja, ist der Gegner jetzt zu böse oder nicht und kann man das den Leuten zuordnen oder zumuten, sondern es war wirklich eine Grundsatzdiskussion, die auch da drin war und das war sehr, sehr spannend mitzubekommen. Für mich als Sichti war es in dem Zusammenhang auch vielleicht ein bisschen interessant, weil ich musste das Spiel mehrfach präsentieren und immer anderen Leuten, die auch immer andere Schlüsse rausgezogen haben oder eben Gleichschlüsse rausgezogen haben. Das war interessant zu sehen.
Das ist schon spannend. Ich mag gerade, wie Maurice es geschafft hat, am Thema, welches Spiel ist es denn, vorbeizulavieren. Und das war sehr gut gemacht. Unsere NDAs bringen uns natürlich dazu, dass wir auch über diese Spiele dann nicht reden können. Ab und zu werden die Entscheidungen der USK veröffentlicht und auch die Wege. Also jeder da draußen, der sich mit Games auskennt, weiß, dass wir Fortnite in mehreren Instanzen hatten oder dass wir GTA in mehreren Instanzen hatten oder ein Dead Space und so weiter. Das ist schon alles bekannt. Andere Anbieter möchten eben nicht, dass der Weg durch die Prüfinstanzen überhaupt bekannt wird. Und deswegen müssen wir da natürlich Schweigen bewahren. Aber ich finde es auch sehr spannend, wenn ein Titel, bei dem man es auch gar nicht so richtig auf der Uhr hatte, auf einmal berufen wird und dann gibt es da nochmal eine andere Entscheidung, als man erwartet hat und auf einmal hat man ein Appellationsgremium. Und das heißt, da treffen da nicht mehr die Jugendschutz-Sachverständigen zusammen, von denen wir vorhin gesprochen haben, sondern dann kommen 5 Vertreter von den obersten Landesjugendbehörden. Es kommen 2 Gutachter und Gutachterinnen dazu und dann noch ein Vorsitzender, der auch noch zudem zum Richteramt befähigt sein muss. Also dann wird das Ding halt richtig hochgehangen und es entstehen wirklich nochmal extrem eingehende Diskussionen, die dann natürlich auch eine Strahlwirkung auf die gesamte USK-Prüfpraxis haben, weil sozusagen das höchste Gremium der USK dort über extrem wichtige Einzelfälle entscheidet, bei denen man aber sehen muss, wie viel Strahlwirkung das eben auf dieses Genre insgesamt haben kann. Ja. Und ich hoffe immer wieder, dass wir natürlich auch für die Stärkung der Spruchpraxis Berufung haben, dass es Appellationen gibt und dass man einfach diesen Kanon der USK noch weiter festigen kann. Aber wir sehen auch bei einigen Genres, die früher eben eine starre 16 waren, dann wurden sie irgendwann eine sehr starre 18, dass sich auch diese festen Sachen wieder auflösen. Und Uwe hat uns ja vorhin gesagt, jetzt kommen noch neue Kriterien und neue Punkte hinzu. Was ist mit Chats? Was ist mit Käufen? Was ist mit Lootboxen? Und ja, sind auf jeden Fall schon sehr spannende Zeiten für uns. Ja, Jenny hier nebenbei mit dem 2. Sieg in Folge. Wow, und du bist das ultimative Pferd. Sehr schön. Wäre ich gerne im echten Leben das ultimative Pferd. Wollen wir nochmal in den Keller reingehen für die anderen Level? Ich weiß nicht, ob ich über die Hausdecke ausgehe. Ja. Haben wir mit Lava? Baladi fragt uns, kann es sein, dass Webshops wie der Nintendo eShop, auch irgendein Mikro ist noch an, Leute, die USK-Kennzeichen verwenden dürfen und diese Spiele nicht bei der USK-Datenbank auftauchen? Ja, auf jeden Fall. Das kann beides sein. Also die Kennzeichen dürfen auch im eShop-Store landen, wenn sie eben ein USK-Kennzeichen haben. Das ist logisch. Aber nicht jeder dieser Titel muss in der USK-Datenbank auftauchen. Manche Titel werden eben bis zum Release geheim gehalten, sodass dass durch die USK keine Marketingpläne ruiniert werden. Und wir jetzt schon mal sagen, juhu, hier ist das neue Spiel von und es ist großartig. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass es ein fantastisches Weihnachten wird und dass noch viele tolle Titel rauskommen, die noch nicht angekündigt sind. Aber das darf natürlich unsere Datenbank genauso wenig verraten wie wir. Und in einigen Fällen passiert es dann auch, dass uns diese Titel dann nicht mehr als Finalversion zugeschickt werden konnten oder wir keine Keys bekommen haben oder die Info darüber, dass der Titel jetzt doch erschienen ist, verloren gegangen ist. Und dann bleiben die Titel halt innerhalb der USK-Datenbank gesperrt. Oh, das sah schlecht aus für Samus. Der Hahn ist tot. Ein anderer Weg, den es noch gibt, ist natürlich über das IAC-Verfahren, die International Age Rating Coalition. Dort sorgen wir gemeinsam mit der ESRB und mit PEGI darüber, dass wir mit einem gemeinsamen Fragekatalog an die Anbieter rantreten können und die zum Beispiel auf dem eShop, bei Sony im PSN-Store, im Google Play Shop und in ein paar anderen Stores einfach nur diesen Fragebogen ausfüllen, egal wo sie international sind. Und es entstehen dann lokal angepasste Ratings. Die deutschen Ratings werden also nach einer deutschen Matrix ausgerechnet, die betreuen wir als USK und die basiert auf der Spruchpraxis der vergangenen Jahre für jedes bestimmte Genre und jede mögliche Frage. Und die ESRB macht das eben für Nordamerika und PEGI macht das eben für Europa. Brasilien ist noch mit dabei, Australien ist mit dabei, Korea ist mit dabei. Und jeder versucht eben möglichst viel von seiner eigenen lokalen kulturell geprägten Spruchpraxis mit in diesen Fragebogen einzubringen. Und trotzdem einigen sich alle Länder eben auch immer wieder auf einen Kompromiss. Und das ist manchmal extrem spannend, sorgt aber auch dafür, dass man sich überlegt, das ist schon eine sehr spannende Frage, die Korea herstellt. Vielleicht könnten wir die in Deutschland auch nutzen und auch auswerten. Oder wie wäre es hier mit folgender Antwortmöglichkeit? Also diese Wege gibt es auch, warum USK-Kennzeichen erscheinen, aber nicht alles sich in der USK-Datenbank wiederfindet.
Es hat auch einfach viel mit dem Grundaufwand zu tun. Bei der USK prüfen wir jedes Jahr ungefähr 1500 Spiele im klassischen Verfahren mit Sichterinnen und Sichtern oder Zeitschriften werden geprüft oder Trailer. Bei Ajax sind es mehrere tausend Titel pro Tag, die im Google Play Store, bei Sony, im Nintendo eShop aufschlagen. Das ist einfach mit Sichtern dann auch irgendwann nicht mehr zu leisten. Deswegen muss da das halbautomatisierte Fragebogensystem eben her. Tja, liebe Sichter, was würden wir jetzt gerade auf der Gamescom machen? Wir würden am Stand stehen, würden tolle Fragen stellen, würden ein wunderschönes Quiz halten, wir hätten ein tolles T-Shirt und würden auf Getränke warten, die sehr teuer sind und hoffen... T-Shirts haben wir auch so. Die haben wir auf jeden Fall auch so, das stimmt natürlich. Wir hätten die auch an, Fritz, meine ich, weißt du? Wo ist dein Shirt? Warum hast du kein Shirt an? Ich habe ein Shirt an. Ah, okay. Kann Hashtag Fritzcam das kurz bestätigen, dass er wirklich ein Shirt an hat? Er hat ein Shirt an. Alle, die uns nur per Audio folgen, er hat wirklich ein Shirt an. Für den Gamescom-Podcast. Genau. Ich werde gefragt, was haltet ihr von USK-Rating pending? Das Zeichen, das sich irgendwie durchgesetzt hat. Was sollen wir davon halten? Also wir haben es erfunden. Also wir haben es. Es ist unser Zeichen. Wir stehen dazu. Genauso wie zu einer 16 oder schon zu einer 12 dürfen eben die Anbieter, deren Spiele noch nicht freigegeben wurden oder sie wollen nicht, dass es eben auf der Website erscheint, auch gerne sagen, dass sie mit Rating Pending arbeiten und sagen, alles ist cool, alles ist im Prozess. Und dann wird es manchmal mit ins Artwork reingedrückt. In einigen Fällen, glaube ich, hatten wir schon ein paar Fälle, bei denen sich auch das Rating Pending sogar auf der finalen Spielpackung wiedergefunden hat. Es war allerdings wirklich nur eine sehr kleine Auflage. Die ist sicher auch inzwischen irgendwas wert. Knuffwolke fragt uns, wurden schon mal seltsame Sicherheitsvorkehrungen von euch verlangt, damit gerade bei großen Titeln vor Release nichts durchsickert? Ja, ich habe gestern schon von Koffern mit Handschellen gesprochen und Leuten, die uns bei der Präsentation ihres Spiels und beim Sichten komplett beobachten. Die sitzen also die ganze Zeit hinter dir, warten darauf, dass du fertig sichtest und dann, wenn du nach Hause gehst, gehen sie ins Hotel und schlafen auf dem Koffer mit ihrem Spiel drin. Das hatten wir schon durchaus. Manchmal nimmt es auch wirklich paranoide Züge an, aber es ist auch verständlich. Für keine andere Rating-Institution muss das Spiel durch die Welt geschickt werden. Und die USK sagt dann aber, unsere Regel ist, dass es komplett durchgespielt wird. Ja, das ist aber sehr viel seltener geworden. Inzwischen gibt es tolle geschützte IP-Adressen, es gibt sichere Server und natürlich immer wieder die Grundsätze der USK, bei denen wir eben sagen, das und das wird bei uns garantiert und nichts davon wird veröffentlicht. Dabei hilft uns auch, dass bei der USK einfach auch nichts liegt. Also auch in den letzten Jahren ist da nichts passiert, wo die Anbieter sagen würden, oh mein Gott, bei denen liegt alles frei an der Straßenecke oder sowas. Diese Sicherheitsstufen haben wir. Abgesehen davon haben wir auch Anbieter, die uns fragen, hallo Marek, hier ist das Spiel und die Grundbedingung ist, unterschreib mir diesen Vertrag, dass außer dir niemand dieses Spiel sehen wird. Wo wir sagen, nein, wir haben Sichter und Sichterinnen, wir haben ein Gremium, wir haben einen ständigen Vertreter. All diese Leute werden dein Spiel auf jeden Fall sehen müssen. Ich kann es nicht nachmalen oder mit Gestiken einfach nur hinbringen, das funktioniert nicht. Ja, genau. Gucken euch noch ein bisschen beim Spielen zu. Oh Leute, so mal in der USK einfach ganz ohne Druck spielen, ohne wir müssen das nächste Level erreichen oder 14 Uhr ist meine Prüfung dran, ist doch auch mal sehr entspannt. Also ich spüre schon Druck hier. Was sagen wir? Spricht ihr von kein Druck? Also ich finde nicht. Ihr seht so gechillt aus einfach. Oh, Master Chief. Ah, wir sind nicht unbedingt gechillt. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist etwas angestiegen mit diesem Level. Ich wollte sagen, Fritz, du wolltest Level spielen, ja? Die wären voll okay gewesen. Ich habe da auch Mario Kart World 1.1 gesehen, ja. Also. Aber nicht ausgewählt, hä? Ja, ich habe das erst besser genommen, muss ich auch sagen. Kommst du nicht mehr raus, oder? Bist du da gefangen? Das ist geplant. Oh. Aber man kann sich ducken. It's a link between worlds. Man kann sich ducken, aber man kann nicht kriechen. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir wieder als Hausdächer-Dinger spielen. Ich glaube, das ist mehr so unser Speed. Vielleicht Mario World 1.1. Wer hat vorhin gefragt, wie gut man zocken können muss, um hier zu arbeiten? Also, das ist die Antwort. Ich
fand das gerade ganz super, da war ich nicht die Einzige, die so schlecht war. Aber dann rück dich da zueinander. Dann laden wir nicht so lang. Oh, der Ton wird rauer, liebes Publikum, hört ihr das? Dann warten wir nicht so lang. Ja, jetzt ist hier, sind schon beim Ankacken hier. Da wird eine Menge Antipathie jetzt frei. Ernst. Aber es ist nochmal anders als bei Overcooked gestern. Immerhin. Es ist kompetitiver. Ist es so? Ich will gar nicht sehen, wo wir starten. Ah, hier oben. Ja, schon mal genau. Achso, Teleporter. Ein paar Fragen erreichen uns gerade noch. Werden für die Sichter immer noch Retail-Versionen verschickt? Baladi dachte, dass jetzt mehr und mehr alles digital wird. Es kommen immer noch Pakete bei der USK an und manchmal auch noch Discs und USB-Sticks, die dann direkt installiert werden müssen. Aber ein Großteil der Spiele kommt auf jeden Fall wirklich nur noch per Steam-Key an, mit einem Beta-Branch oder wird auf geschützten USB-Sticks ausgeliefert oder wird eben per FTP oder V-Transfer, Eatbullet und so weiter rübergeschickt. Damit haben wir momentan sehr viel zu tun. Wir haben aber auch eine fantastische Tausenderleitung, die uns dabei hilft, dem Workload da gerecht zu werden. Und dann werden die Spiele eigentlich immer von einem Hauptrechner auf die von verschiedenen Konsolen. Uff! Ah, ist ein Bild rausgeschlagen. Der ultimative Waschbär. Und das ist er wirklich und das war er schon vorher. Die Versionen, die ankommen, werden dann auf die verschiedenen Rechner verteilt. Wir gucken uns an, welche Sichterinnen und Sichter haben wie viel Zeit in den kommenden Wochen. Und Jenny sagt dann zum Beispiel, sie kann 2 Titel machen und Fritz sagt, er macht heute mal 0. Und Anja sagt uns, 4 sollen es bitte sein. Und Maurice sagt, alles, give me all. Ja, Fritz hat jetzt entdeckt, dass er eigentlich Streamer werden könnte, so viel Fame, wie er hier kriegt. Und macht jetzt einfach permanent Fritz-Cam. Der hat keine Zeit mehr zum Sichten. Auf jeden Fall. Und das Irre ist, damit wir NDA halten können, darf niemals gezeigt werden, was er spielt, sondern die Viewer werden immer an seiner Reaktion erraten und an seinen Handbewegungen, was für ein Genre und was für ein Spiel er gerade spielt. Das wird großartig. Bei manchen Spielen kann das sehr lustig werden, ne? Und wer es errät, zu dem kommen wir dann nach Hause und dann... Da ist vorbei. Was ist denn hier für ein Kreuz? Ich mag, wie Fritz immer alles genau so setzt, dass alle sterben. Das ist doch der Sinn des Spiels, oder habe ich das verpasst? So, liebe Sichtis, wir haben jetzt geklärt, ihr spielt dann also die Spiele durch, ihr schreibt einen Text dazu. Wie schwer ist eigentlich dieses Textschreiben? Der schlimmste Teil. Wirklich sehr schwer. Kommt aufs Spiel an, wirklich. Also wenn das natürlich so eine ganz konfuse Story hat, die man dann da versucht, in wenigen Sätzen auszudrücken, da tue ich mir dann immer relativ schwer. Ja. Ja, gerade solche Sachen oder sehr ausgefeiltes Gameplay mit super vielen Möglichkeiten, dann ist man immer so ein bisschen vom Dach gefallen. Aber es ist auch was sich entwickelt, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jenny, aber bei mir war es so, als ich angefangen habe mit dem ersten Text, habe ich noch einen extra Punkt reingearbeitet mit, nun, lasst mich erstmal kulturell einordnen, was dieses Spiel bedeutet und in welchem Franchise es basiert. Und hätte das vielleicht im Gremium gesehen, hätten sie sofort gesagt, alles klar, nein, danke. Ja, tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich schon. Also ich habe in meinem allerersten Text noch, weil die Anweisung auch war, man muss auch auf Musik und sowas achten, ich habe noch das genaue Musikgenre klassifiziert, das wir hatten. Und das war halt irgendwie, oh Gott, Ambient Trance oder sowas. Und damit konnte dann das gesamte Gremium halt nichts anfangen. Und dann saß ich so, okay. Und habe auch noch die Story in, also meine... Ich bin sowieso berüchtigt hier dafür, dass ich sehr, sehr lange Sichtertexte schreibe, aber ich möchte den Spielen auch einfach gerecht werden. Und ich habe noch jedes einzelne Detail nacheinander beschrieben. Also ich habe es nicht mal zusammengefasst, sondern so, und dann kommt man hier hin und dann treffen wir diesen Mann nochmal und dann sagt er, oh, hallo, und keine Ahnung, es war wirklich schlimm. Es entwickelt sich auf jeden Fall. Man wird sehr viel geübter. Es gibt auch viele Genres, wo man dann, weil man eben die Erfahrung schon hat und weil jedes Spiel da irgendwie ähnlich ist, wo man dann im Prinzip sehr, sehr gebräuchliche Floskeln auch nutzen kann. Ich finde es immer
leichter. Also es ist natürlich am einfachsten, wenn man ein Spiel hat, was keine Story hat, dann kann man den Punkt zum Beispiel überspringen. Oder halt sehr, sehr reduziertes Gameplay oder Gameplay, was man schon oft gesehen hat, wo man dann eben sagt, okay, gut, das habe ich schon fünfmal, da habe ich schon fünfmal drüber geschrieben, das ist easy. Es ist, finde ich, immer schwieriger, über Spiele zu schreiben, die man mochte. Weil gerade bei wirklich guten Games habe ich oft dieses Gefühl, okay, jetzt muss der Sichtertext halt auch sehr gut werden. Ja. Und dann gebe ich mir mal super viel Mühe. Und deswegen habe ich eigentlich lieber, schreibe ich eigentlich lieber über sehr, also Games, die mir nicht sehr gut gefallen haben. Gute, sag ich mal, gute Verrisse. Fritz, wie machst du es? Ja, also das Textschreiben, das mit der Zeit lernt man da reinzukommen und wird auch sicherer, was man dann genau schreiben will. Ich persönlich tue mich immer bei den Gameplay-Sachen am schwierigsten, weil das am ausformuliertesten sein muss. Und bei, ich mache lieber den Einleitungspart oder den Jugendschutzpart, da kann man ein bisschen freier schreiben und es nicht so auf die Genre-Konvention festgelegt, die man dann erst alle beachten muss und beschreiben muss. Mhm. Aber irgendwann arbeitet man sich ja schon bei jedem Genre rein und dann wird das immer schneller und automatischer. Und das ist dann nicht mehr so die Hürde. Ich fand's aber ein paar gute Witze in meinem Einleitungstext sind immer schön. Auf jeden Fall, das kommt gut an. Besonders wenn es so der 8. Titel des Tages ist und das Gremium ist schon ganz schön am Ende und dann, ja, auf jeden Fall. Ich fand es immer cool, wie viel man aus den Sichtungen auch mitnehmen konnte. Also ich habe mich dann auch schnell bei Wikipedia wiedergefunden, habe gesehen, was die Entwickler vorher gemacht haben, warum diese Göttin so heißt und wann diese Schlacht wirklich stattgefunden hat. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich konnte viel dazulernen. Wie war das bei euch so? Wie viel Hintergrundrecherche macht ihr zu Spielen, Genre, wie heißen die Charaktere? Zu wenig, Maurice. Ja. Kommt Anja? Wirklich massiv auf den Titel an, weil wir ja, also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie so ein der zweite Teil von irgendeinem JRPG ist, dann muss man natürlich meistens nachlesen, was da jetzt vorher passiert ist, sonst versteht man auch überhaupt nicht, warum man gerade dort ist und das macht, ne? Da ist dann schon sehr viel Recherche meistens dann dabei, ja. Ja, also gerade JRPGs, das kenne ich auch so, weil manchmal ist es wirklich auch notwendig, weil dann der, zum Beispiel, wenn man dann Ysvi spielt oder ein Game und man wird da reingeworfen und es werden natürlich alle 25 Charaktere nur einmal kurz mit Namen genannt und dann reden sie so, ja, es war ja da diese große Schlacht und wir wissen ja alle, was da passiert ist und man denkt sich so, oh Gott, okay. Und alle heißen Kriemhild und Irmgard. Und dann hatte ich noch so einen Teil und ich habe dieses Spiel tatsächlich dann auch wirklich komplett gespielt in seiner kompletten 50-Stunden-Pracht. Und es war irgendein Mädchen, das sich in ein Schwert verwandelt hat und dann wurde dieses Schwert benutzt, um diesen Krieg irgendwie auszufechten und dann, ach, es war so eine Katastrophe. Und da musste ich dann echt vorher mir echt eine große Rezension durchlesen, um also rauszufinden. Das war so verdient. Ja, um halt irgendwie das irgendwie einordnen zu können und dann sagen zu können, okay, gut, liebes Gremium, ihr werdet sehr verwirrt sein, das ist okay, ich ziehe euch da durch und genauso lief dann auch die Präsentation und das war ein sehr langer und konfuser Text. Das sind auch meine Lieblingssachen tatsächlich, wenn man einen Text schreibt und weiß, okay, das ist jetzt komplett an sich, ich lese es durch und es ist wirklich Blödsinn, was ich geschrieben habe, aber es wird sehr Spaß machen, das zu präsentieren. Ich habe das sehr oft bei Beat'em-ups und Fighting Games, wo man dann sagt, ja, ihr habt euch gedacht, das ist auf jeden Fall Bruder oder Schwester des Protagonisten und ja, genau, der leuchtet jetzt aus Gründen und das sind die besten Spiele für mich. Mir fallen gerade drei Spiele ein, wo die Frau eigentlich ein Schwert ist. Das ist wirklich verwirrend. Oder es wirklich, ist irgendwie, ja. Sagt uns gerne im Chat, welches Spiel es gibt, bei denen die Frau dann ein Schwert ist und den Krieg entscheidet. Wirklich. Nicht unbedingt Schwert, aber bei Xenoblade war das ja auch ähnlich. Wo genau, richtig, ja. Tyra eigentlich Tyra. Gleichzeitig auch Mithra war und sie waren beide irgendwie eine Waffe. Und ja, mir fällt als Gegenbeispiel, als gegengeschlechtliches Beispiel jetzt Boyfriend Dungeon ein. Natürlich. Was natürlich eine sehr angenehme Abwechslung ist. Weil ja, es ist halt wirklich so dieses... Schön, dass wir jetzt schon mal Pyra spoilen konnten. Seid auch nächste Woche bei uns dabei, wenn wir euch Spiele spoilen, die noch nicht mal auf dem Markt sind, liebe Freunde. Womit pflegt Fritz eigentlich seinen Bart und was ist seine Daily Routine, werden wir gefragt. Steht das da echt? Das steht wirklich da. Es gibt Sachen, ich würde sonst rot werden, du kennst mich.
Du, ich bin's schon, von daher fällt mir das, du, ein bisschen, wie sagt man, so ein Gel. So ein Gel. Was weiß ich, ihr kauft euch was vom Bar Bier und dann seid ihr schon gut dabei. Und vielleicht ab und zu mal Cam. Ich hoffe, dass wir zu nächsten Gamescom dann so eine Fritz-Bartpflege-Sets verlosen. Zusätzlich zum T-Shirts. Gerne doch. Into the Fritz of it. Oh, das wird großartig. Gestern wurde uns vorgeworfen, wir würden JRPGs haten. Ich möchte damit nochmal ganz doll aufräumen. Und jeder kann jetzt bitte, also außer ihr hatet JRPGs, das dürft ihr auch ehrlich sagen, euer Lieblings-JRPG sagen. Bei mir ist ganz weit vorne The World Ends With You, was ich fantastisch finde. Und Xenoblade. Naja, Persona. Ganz vorne mit rein. Und Persona ist bei mir das dritte. Das sind meine großen drei Lieben. Persona 5? Ja, es ist halt Persona, ja. Es ist weniger, dass wir JRPGs haten. Es ist halt, wenn man in diesem Berufskontext ein 150-Stunden-Spiel spielen darf. Mit Gallery, wo man Mädels anordnen kann. Mit allem und mit super, teilweise echt vielen Charakteren und vielen möglichen Wegen. Dann also bitte habt mit uns da ein bisschen Nachsicht, dass wir das in diesem Kontext nicht unbedingt geil finden. Dabei geht es nicht um einen persönlichen Ausdruck von Hass oder von Missfallen diesem Genre gegenüber. Es ist ein fantastisches Genre und hat absolut seine Berechtigung, aber es ist sehr anstrengend im Berufskontext. Gerade weil man halt auch weiß, die Gremien sind hier für den Jugendschutz. Die sind nicht dazu da, jeden Charakter bis ins Ende zu verstehen, sondern die wollen sehen, wie laufen die Kämpfe ab, sind die Charaktere in irgendeiner Weise sexualisiert, was ist mit der Gallery los und so weiter. Und dann ist der Job der Jugendschutz-Sachverständigen ja auch schon des Öfteren getan. Die müssen einfach sehen, was ist der Worst Case und was war die Hand kaputt oder die Tischkarte? Was ist der Worst Case und wie stellt sich der normale Spielverlauf dar? Und das ist dann natürlich auch immer ein Stich ins Herz, wenn man einfach weiß, wie viel Zeit man gerade in das Spiel investiert hat und wie viel Charaktertiefe man verstanden hat und auch weiß, wie viel den Gutachtern dann noch irgendwann reichen wird. Ja, absolut. Und vor allem dann eben auch genau das, dass man halt dann teilweise zweimal durch muss, dreimal durch muss oder irgendwie zum Glück hoffentlich dann eine Spielstände hat oder wie auch immer. Und man weiß, man muss dann seine liebgewonnene Party dann in das schlechtmöglichste Ende locken. Maurice, was ist mit dir und JRPGs? Da hört man ja so vieles. Ja, JRPGs sind eine extrem feine Sache. Innerhalb der USK ist es aber so, als würde man einen Book Report schreiben über ein Buch, was 1000 Seiten hat, im Vergleich zu einem einfachen Jump'n'Run, was halt 20 Seiten hat und eher so ein Heft ist. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, aber aufgrund der USK und aufgrund der Sache, wie wir ja auch die Sachen hier präsentieren müssen, müssen wir immer den gemeinsten Weg wählen. Und immer den gemeinsten Charakter spielen. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fällt mir nicht immer leicht, wenn man die Party immer hintergehen muss oder so, aber man versucht ja immer das Gemeinste rauszuholen. Ansonsten finde ich das sehr schön. Noch schöner, wenn wir einen Debug-Modus haben und Grinden ersparen können. Ja, und einfach durch die Welt fliegen und Insta-Kill on everything. Ich weine jedes Mal vor Freude, wenn man einen Debug-Modus in einem JRPG bekommt. Ist Dark Souls ein JRPG, werden wir gefragt. Nee? Nee, nicht in dem Stile, wie wir uns das vorstellen. Also vielleicht Ort, wo es herkommt und Genre, maybe. Aber irgendwann sind auch RPGs und Action-Adventure so zusammengewachsen, dass dir keiner mehr einen Unterschied sagen kann. FromSoft ist doch auch nicht japanisch, oder? FromSoft? Very japanisch. Ja? Ah, okay. Also, als jemand, der hier als Bewerbung bei der USK eine Hausarbeit darüber abgeschickt hat, ob das der Fall ist, falls du dich noch erinnerst, Marek. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals rausgearbeitet, dass Dark Souls schon sein eigenes Genre ist, des Souls-Genres. Weil so Action-RPG, JRPG verbindet das ja so ein bisschen miteinander beides. Der Dark Souls-Bachelor hier. Richtig. Nein, das war damals ein Kurs, das hieß irgendwie Games Cultures. Grüße gehen raus an den Dozenten Herrn Eisenberg. ja, aber war eine gute Arbeit damals. Und ich würde sagen, Eisenberg klingt wie jeder Bossgegner ever in einem JRPG. Ich würde sagen, nein, es ist kein JRPG.
So Leute, und dann an euch auch nochmal die Frage, auf welche Spiele wartet ihr gerade am meisten? Wo sagt ihr, oh bitte, komm endlich raus. Und jetzt nicht wieder mit Elden Ring 2025 anfangen, sondern ein bisschen dichter bitte. Okay, dann doch Elden Ring. Los, komm, sag schon. Tatsächlich, von der Gamescom speziell beim Trailer finde ich Dice Legends richtig, richtig abgefahren, wo man diesen großen Ring hat dann das Aufbausimulationsding hat und darauf stehe ich total. Es vereint Würfel und Aufbausimulation, was für mich beides so ein bisschen meine beiden Passions sind. Ich klinge jetzt sehr langweilig damit, aber das Spiel sieht sehr gut aus. Ja, es sah wirklich toll aus. Ja, mich hat bei den Trailern vor allen Dingen das, man möge mich gerne beim Namen korrigieren, Free Riders? Wie heißt das? Was sind Riders? Riders Republic? Riders Republic, genau. Da hat mich der Trailer sehr angefixt und ich habe schon große Lust, das online so lange zu spielen, bis es wahrscheinlich eintönig wird. Aber das hoffen wir immer nicht. Sondern wir hoffen auf viel Abwechslung. Dafür sind es ja auch so viele Extremsportarten, die da vertreten sind. Da wird das sicherlich eine Menge Spaß machen. So, geht das jetzt dadurch? Englisch wieder Wingsuit. Anja, du hast noch einen Titel frei. Ich habe doch vorhin schon. Hast du jetzt noch einen frei. Mit meinem Guardians noch einen. Oh. Ja. Ich warte eigentlich immer noch auf Beyond Good and Evil 2, aber... Oh, das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Oh, ich habe den ersten so geliebt. Ja, mit einem guten CGI-Trailer kriegst du mich halt immer. Ah. Und dann kam Yves Gémeaux wieder raus und sagte, one more thing. Und dann ging er wieder. Und dann haben wir wieder 3 Jahre nichts gehört. Und das Team stand wieder da und hat gesagt, was sollen wir machen? Oh mein Gott. Ich glaube, sie haben ja ein extra CGI-Team und die reden immer nicht mit dem Entwicklerteam. Und dann haut das CGI-Team irgendwas raus und die Entwickler sagen sich, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ja, so kommt es einem manchmal vor, ja. Ja, mal sehen, ob daraus noch was wird. Da gab es ja auch interessante Sachen mit, wie man die Community mit einbinden kann, wie man Künstler mit einbinden kann. Und alles haben sie sich ganz so vorgestellt, bis klar wurde, bezahlt man die Künstler eigentlich dafür, dass sie damit eingebunden sind oder nicht? Waren gute Ideen. Ich hoffe, daraus wird noch was, weil ich fand die Mischung von Fantasy und Science Fiction auch immer ganz großartig. Und gerade Jade als Reporterin, das fand ich einfach eine total tolle Idee. Liebe Leute, die Sonne scheint, es ist Freitagnachmittag, es ist noch Kuchen da. Wir sind jetzt wirklich mit unserem Stream fertig. Nicht so wie vorhin, nicht wo so wir euch kurz veralbert haben. Wenn wir in 5 Minuten wieder zurückkommen und sagen, halt, stopp. Halt, stopp, one more thing. Genau, richtig. Wir gehen jetzt noch eine Runde Kart fahren. Nein, das war's von uns. Das war der zweite Tag Livestream bei der USK. Ihr könnt uns weiterhin Fragen stellen. Ihr könnt uns weiterhin auf Twitter folgen. Natürlich könnt die Sichter und Sichterinnen auch noch viel fragen. Wir werden ihnen dann die Fragen zustellen. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Gamescom-Tag. Das wäre ein tolles Wetter gewesen. Und wir hoffen alle, dass wir uns wieder nächstes Jahr sehen. Weiterhin könnt ihr euch bei der USK bewerben als Sichter oder Sichterin. Und auch dieses Spiel hat uns wieder gezeigt, es gibt Möglichkeiten, hier einzusteigen. Und Zocken ist nicht alles, sondern wie man darüber redet, wie man die Spiele präsentiert. Und mit den Kollegen Zusammenarbeit ist auch eine sehr wichtige Sache. Und Geheimhaltung, habe ich gehört. Geheimhaltung ist auch sehr wichtig bei der USK. Macht es gut, liebe Menschen da draußen. Wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende und keep on talking. Tschüss.